Sind wir live, Leute? Sind wir live oder was? Hallo? Hallo, wo ist der Stream? Wo ist der Stream? Ah, ich bin live, Leute! Was geht ab, ihr Paulberger? Let's go, let's go, let's go! Hey Leute, Crymix hier, was geht euch, Paul Berger? Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream auf meinem Kanal. Ich habe übertrieben Bock, Leute. Lang ist es her. Lang ist der letzte Livestream her. Ich war aber auch nur unterwegs gewesen in letzter Zeit. Ich habe gesehen, ein Monat habe ich nicht mehr gestreamt. Wer hat's vermisst, Leute? Schreibt es jetzt mal in den Chat rein. Ich bin auf jeden Fall wieder back. Heute wird sehr, sehr wild werden. Ja, es ist einiges geplant. Wir gehen natürlich gleich in Minecraft rein. Ich hoffe, ihr hattet alle bis jetzt ein richtig schönes Osterfest. Bei mir war auf jeden Fall gestern sehr entspannt. War richtig nice. Ein bisschen mit Familie. Bisschen im Garten gechillt. Dies, das, Ananas. Man kennt ihn doch, Leute. Habt ihr Ostern gefeiert? Schreibt es in den Chat rein. Jetzt bin ich am Start. Ich würde sagen, wir grüßen zu Beginn des Streams wie immer drei Leute. Also schreibt jetzt mal euren Namen in den Chat, ihr Paul Berger. Und dann verlieren wir keine Zeit und gehen auf jeden Fall direkt in Minecraft rein, Leute. Oh, ich muss mal gerade noch schnell einen Schluck trinken. Oh mein Gott, ihr dreht ja komplett durch. Ich kann die Namen gar nicht lesen, so schnell geht das hier. Okay, ich versuche jetzt schnell zu lesen. Ich habe hier gerade einen Julian gesehen. Julian, Gruß geht raus, du Paul Berger. Dann habe ich da gesehen... Sammel United. Sammel United, Gruß geht raus. Alessandro Di Creze. Alessandro Di Creze, Gruß geht raus. Komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Weil ich jetzt so lange nicht live war, dann haben wir vier insgesamt gegrüßt. Und dann grüße ich hier noch den Ayub. Ayub, du Paul Berger. Gruß geht raus. Okay, vielleicht grüßen wir später nochmal ein paar. Paul Birchies. Ich würde aber sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit. Wir gehen direkt rein in Minecraft. Leute, ich habe auch noch eine kleine Überraschung hier für den Chat später. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Ihr werdet im Laufe des Streams werdet ihr was Cooles sehen. Das wird nice, das wird nice. Ist nur eine kleine Überraschung. Aber die aktiven Stream-Zuschauer wird's freuen. Die aktiven Stream-Zuschauer wird's freuen. Aber ist nur eine Kleinigkeit. So, ein kleines Ostergeschenk. Ein kleines Ostergeschenk gibt's. Hab es vermisst, ey, Bro, safe. Roberto, ich muss sagen, ihr könnt meine Freundin fragen. Ich gestern Abend schon zu meiner Freundin, boah, ey, ich freue mich so, morgen früh aufstehen, wieder live gehen. Live sein ist einfach was Cooles. Live sein, ich schaff's zwar leider nicht so oft, weil, ne, Livestream kostet natürlich immer ein bisschen mehr Zeit, als normale Videos zu machen, aber an sich, live sein liebe ich. So dieses direkt mit euch quatschen, zocken, dies, das, beste, Leute, beste. So, YouTube-Insel, mein Minecraft startet gerade schon im Hintergrund, so, ich, war hier nicht ganz optimal vorbereitet. Leland, Kapsel, Ehrenbruder, Kuss, Kuss, Kuss. Wer ist hier noch Ehrenmann? Yasir, Ehrenmann. I won't stop. Enrico, Ehrenmann. Hab deinen Pulli, Ehre. Ja, Freunde, also ihr habt auch über Ostern, also fast der ganze Shop ist ausverkauft, also ist echt zu krass, ihr seid über Ostern voll ausgerastet. Thomas Franke, 2,50 €. Niki, 2,50 €, kannst mich grüßen, Gruß geht raus an Niki. Ey, warum startet mein Minecraft denn nicht? Hallo? YouTube-Insel, starten bitte. So, jetzt läuft's hier. Jetzt läuft's, Freunde. Jetzt hier Schluss mit lustig. Wir müssen heute bauen, es muss einiges gebaut werden. Die Architekten Paul Berger sind wieder am Start. So, spielen, Abfahrt, let's go. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Jungs heute auch live sind. Keine Ahnung, Freunde, aber Papa Crymix ist wieder live. Das ist die Hauptsache. I won't stop. Habt ihr gestern meinen Vlog gesehen zu meinem neuen Getränk, zu meinem Paulberger-Getränk, was rauskommt? Habt ihr es gesehen? Ey, Leute, ey, Digga, ich krieg mein eigenes Getränk. Checkt ihr das eigentlich? Das Paulberger-Getränk erscheint in wenigen Monaten. Es wird so, hab's ja auch im Video gesagt, Juni, Juli circa, viele Fragen. Ey, Freunde, wisst ihr, wie krass? Das ist wirklich für mich so ein Traum. Das ist für mich wirklich ein Traum, ne? Ein eigenes Erfrischungsgetränk. Natürlich kalorienarm, zuckerarm, alles natürlich, natürlich. Boah, das wird nice. Also ich bin, das ist wirklich so ein Ding, da bin ich extrem stolz drauf. Das ist wirklich so ein, 10 Jahre YouTube und dann bin ich stolz, sowas machen zu dürfen. Also das wird... Ja, aber ihr werdet bald noch viel mehr darüber erfahren. Jomo, 6 €, Alter, danke dir. Okay, so, wir gehen jetzt auch mal in Minecraft rein. Jetzt reicht's hier mit Rumgequatsche. Ich weiß, ihr seid schon alle ungeduldig, ne? Ihr könnt schon nicht mehr warten. So.
Zack, Leute. Ihr seht, Minecraft startet schon hier. Müsst euch nur noch ganz kurz gedulden. Ach, oh mein Gott, was denn hier alles passiert? Lol, okay, wartet. Mach mal die Musik hier ein bisschen leiser. So. Ach du Heilige, was geht denn hier ab jetzt? Jetzt geht's hier aber ganz los. Jetzt geht's hier aber ganz los. Und bam, Leute, wir sind da. Soll ich Musik lauter machen? Okay, er sagt, soll Musik lauter machen. Oh. So cool. Ist so cool, Leute. Bisschen coole Musik. So. Also nochmal, Leute. Wir sind back in Minecraft hier auf der YouTube-Insel. Beziehungsweise wir sind jetzt hier. Wie heißt denn jetzt gerade die Stadt von Flauschi? Wisst ihr das schon? Wie heißt denn jetzt Flauschis Stadt? Auf was für einen Namen hat sie sich denn entschieden? Keks. Krümelküste. Die Krümelküste. Sehr, sehr cool. Hier von Flauschi. Hier auch die Karte. Hier entsteht Flauschi Town, Baustelle. Mindestens 20% pinken Beton verwenden. Alter, Alter, Alter. Oha, die haben... Alter! Was bauen die denn hier alles? Einen riesigen Leuchtturm haben die hier mittlerweile. Unsere Strand... Also das hier ist unsere Strandvilla. Hier habe ich mich letztes Mal ausgelockt. Hier müssen wir weiterbauen. Das Problem ist nur, wir haben schon Ärger von der Bürgermeisterin bekommen, weil die Strandvilla muss ja... Die Strandvilla muss ja auch 20% pinken Beton haben, Leute. Ich habe ja eigentlich gar keine Lust, unsere Villa pink zu bauen. Weiß ich ja nicht, Freunde. Aber müssen wir. Müssen wir ja. Vielleicht können wir das ja auch ein bisschen... vielleicht können wir auch ein bisschen cheaten, Leute. Indem wir das Dach... Wir machen einfach das Dach pink und das sieht man ja dann eigentlich von außen gar nicht. Wir machen einfach nur so das Dach innen drin pink. Und dann sagen wir auch, ja, ist doch 20%. Ja. So machen wir das einfach, Leute. Das ist von außen nicht so... Ja, wobei, ich will mich schon an die Regeln halten. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir jetzt gerade alles, was jetzt hier gerade mit dunklem Holz ist, dass wir das dann einfach... Dass wir das dann einfach mit pinkem Beton machen werden. Oder was meint ihr, Leute? Ja, ich will mich ja nicht mit der Bürgermeisterin Flauschi anlegen. Live-Chat, ne? Das wäre ja nicht so schlau direkt. Kein Pink, ja, ich bin da auch ehrlich nicht so der Fan von. Ich bin da auch ehrlich nicht so der Fan von, aber... Muss ja, wir müssen uns ja irgendwie an die Regeln hier halten. Wir müssen uns ja hier leider echt ein bisschen an die Regeln halten. Egal, auf jeden Fall die Strandvilla. Mein Ziel ist heute, die Strandvilla mit euch gemeinsam fertig zu bauen. Wir können ja einmal nochmal schnell nach Paulberger Hills. Oha, die Brücke sieht auch echt cool. Die haben eine Straßenverbindung schon. Hier ist sogar schon eine Straßenverbindung zu Paulberger Hills. Lol. Alter, das ist cool. Das ist cool, dass sie hier schon eine Straßenverbindung gemacht haben. Paulberger Hills. Ja, unser Haus ist ja aktuell echt ziemlich zerstört. Wir wurden ja von Alphastein angegriffen. Banks. Alle haben uns hier fertig gemacht. iCrimex, komm zurück, wir vermissen dich. Ich habe versucht, es so gut wie möglich zu reparieren. Komm zurück, wir finden den Täter, Snoopy. Alter, Snoopy, Ehrenmann. Snoopy, der Ehrenmann, hat unsere Bude hier ein bisschen repariert. Alter, ja, okay, also nicht ganz, aber ein bisschen, ne? Ja, ist Ehre, Snoopy. Ja, Leute, also ich sag euch ja, unser Hauptwohnsitz wird natürlich trotzdem noch hier in Paulberger Hills sein. Aber so eine schöne Strandvilla an der Krümelküste, so eine Ferienhaus. Ja, das ist natürlich auch was Schönes, so wir machen das jetzt hier mal weg. Danke dir, Snoopy, auf jeden Fall. Unser Haus werden wir auch irgendwann mal wieder ganz reparieren, keine Sorge. Warte, keine Sorge, Leute. Aber heute bauen wir auf jeden Fall erstmal unser Strandhaus. Irgendjemand online? Ist nicht mal jemand online gerade. Wir sind hier wirklich gerade alleine. Oh, und ich habe auch gar nichts mehr zu essen. Das ist gar nicht gut. Vielleicht kriegen wir als Einwohner von der Krümelküste da ja auch Essen direkt. So, wir machen uns jetzt mal nämlich mal auf den Weg. So, oder beziehungsweise wir gehen zuerst mal dunkles Holz holen. Weil ich würde sagen,
In unserem neuen Haus ziehen wir erstmal den Boden rein, ja? Wir brauchen erstmal Boden da drin. Und dafür brauchen wir diese dunklen Bäume. Genau diese Bäume brauchen wir. Jomo, 11 Euro. Liebe deine Videos, kein Pink bitte. Dankeschön für 11 Euro. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, Jomo, ich hab auch keinen Bock da, was mit Pink zu bauen. Aber das sind halt da die Bauregeln. Was soll ich denn machen? Oder wir machen halt wirklich so, wir machen halt wirklich auf Trick 17. So wie ich gerade schon gesagt habe, wir machen das Dach pink. Dann können wir ja sagen, guck mal hier, Flauschi, flieg doch mal über unser Haus drüber, da ist pink. Und von, wenn man halt normal von außen hinläuft, sieht man es nicht. Das wäre vielleicht eine Idee, was man machen könnte. So. Weil ich sag euch hart auf hart, ich habe eigentlich auch nicht wirklich Bock, da was mit pink zu bauen. So. Zack, 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 zack. Boah, Leute, wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Wir brauchen jetzt den Minecraft-Song. Wir haben schöne Zeiten, denken groß. Haha, Minecraft-Song. Das brauchen wir jetzt, Leute. Minecraft. Am Anfang war mein Haus nur aus Bruchstein. Heute baue ich eine Villa, denn das muss sein. Ich bin der Präsident der Minecraft-Inseln. Wenn du meinst, mich zu haten, kannst du gleich verschwinden. Dann gibt es Inselverbot. Bin der King auf dem Thron. Mach einfach dein... Oder... Oh, stimmt, auch gute Idee. Unseren Pool mit Pink machen. Das ist auch eine gute Idee. Candy kommt vorbei und kriegt direkt ein High Five. Nether Right Style. Candy, Grimax. Oh, Elytra. Oh mein Gott, Leute, ihr habt recht, meine Elytra ist gleich kaputt. Oh, wir müssen aufpassen. Kann ich viel bezahlen, dank meiner wieder. Boah, unser Haus sieht schon gut aus hier. Ich hab wirklich keinen Bock, was mit Pink zu bauen, Leute. Der Boden pink, das sieht doch auch Katastrophe aus, wenn der Boden pink ist. Da Drachen. Und in den Paulberger Hills bin ich laufen und chillen. Und dank traumhafter Wellen sieht es aus wie im Film. Ich steh auf, wann ich will, ich geh raus, wann ich will. Leb mein Traum, wie ich will, ich bin iCrimex. Und Candy kommt vorbei, wir haben kein Holz, das ist Nether Right Style. Wir haben kein Holz, das ist Nether Right Style. Wir brauchen auch, wir haben nicht mal was zu essen, Leute. Was denn jetzt los? Candy, gib jetzt noch mal alles. Unsere Möglichkeiten grenzenlos. Wir haben schöne Zeiten, denken groß in Minecraft, Candy, Crimex. Stein für Stein bauen wir uns auf. Nehmen gemeinsam unseren Traum. So. Boah. Jetzt müssen wir erstmal unsere Lytra einmal hier ein bisschen hochfahren. Alter, Leute, was geht denn hier ab? Ihr dreht ja schon wieder völlig durch hier. Das Sassy Bonani. Dankeschön für 6 Euro. Und Jomo, mach Keller. Oh, Jomo. Ey, Jomo hat das Game getribbelt. Danke für 6 Euro. Mach Keller pink. Stimmt. Der Keller ist ja auch Teil des Hauses. Grenzen. Das ist wirklich, Jomo, das war smart. Das war sehr, sehr schlau. Candy, Crimex. Candy, Minecraft. Boah. Leute, das ist so ein gutes Lied. Streamt den Song auf jeden Fall überall. Spotify, Amazon, überall ist der am Start. So ein gutes Lied. Boah, komm, GTA Live. Oh, GTA Live müssen wir auch mal wieder hören. Leute, das Musikvideo von GTA Live liebe ich auch. Das schaue ich mir so gerne an, weil es einfach so nice war. Marina, danke schön für einen Monat, Ehrenmann. Ostergeschenk. Ich habe einen Schokohasen bekommen von meiner Mama. Aber aus dem Alter ist man ja auch langsam raus. Ach, und Trinkgläser. So Gläser habe ich noch bekommen. Aber ich habe auch ehrlich gesagt gar nichts erwartet, weil, Leute, ich bin 25, ich brauche keine Ostergeschenke mehr, alles gut. Aber meine Mom wollte mir trotzdem was schenken. Was habt ihr so für Ostergeschenke bekommen? Erzählt mal. Manchmal wird es eng. Oh, hä? Alter, das geht so schnell hier. Denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Leben wie in GTA.
Osterkorb. Klassisches Ostergeschenk ist doch eigentlich immer so ein Osterhase und dann so irgendwie von der Tante so ein 20-Euro-Schein dran gehangen oder sowas, weißt du, oder ein 10er oder sowas. Fußball, Ostern ist ja aber was Kleines, da muss man ja nichts Großes bekommen. Trampolin, oha, da hat jemand ein Trampolin bekommen. Mega, heftig. Osterkorb, ein Fahrrad ist aber schon ein dickes Ostergeschenk. Ein Fahrrad ist schon sehr, sehr ein dickes Ostergeschenk. Lego Minecraft auch nice. Mein Pullover. Oh, Pullover von mir, danke, Ehre. Ich hoffe, er gefällt dir. Schreib mal in den Chat, wie die Qualität ist. Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. GTA. Ich mach mal die Schaufel noch ein bisschen direkt reparieren, weil ich denke, wir werden eh noch Beton farmen müssen später. Eine Tastatur, das sind aber, ich sag ehrlich, so Tastaturen so, das sind schon sehr dicke Geschenke für Ostern, sage ich euch ehrlich, Live-Chat. Meine Cap, auch nice, aber die kommt ja erst in 3 bis 4 Wochen an, also hast du die quasi jetzt schon mal bestellt bekommen. Die war ja quasi Vorbestellung, meine Cap. Aber Leute, also die Cap kam sehr, sehr krass bei euch an. Aber ich muss auch sagen, so die Cap, ihr seht ja, ich trage ja immer so Cap in Aufnahmen, die ist auch wirklich heftig geworden. Alles gestickt und so. So, warte, ich wollte gerade die Musik wechseln. Sorry. Was sollen wir hören? Sollen wir von Candy? Komm, wir hören ein bisschen Lieder von Candy. Netherite Song, Leute. Candy. Boah, Netherite Guards 2 hören wir. Das ist auch ein gutes Lied. Netherite. Alter, wie lange braucht ihr denn die Schaufel zum Reparieren? Basketballkorb auch gut. Also ich sag euch ehrlich, Leute, mein Merch, das ist eigentlich kein Merch mehr. Arrive. Ich hoffe, wurde bezahlt. Ja, Arrive, guck mal. Der hier war gerade von mir reingesteckt. Kannst hier gern zurückspulen, dann siehst du das. King Crimex bezahlt immer. Crimex. Wir machen jetzt einmal die Schaufel voll, dann können wir richtig anfangen zu bauen, Leute. Let the right guards. Boah, Leute, ich glaube, ich muss hier gleich mal den Mitglieder-Only-Chat anmachen. Weil sonst kann ich hier den Chat nicht lesen. So, ich muss hier kurz Mitglieder-Only-Chat aktivieren. Ich mache später den Chat wieder auf für jeden auch. Aber ich kann sonst nicht mitlesen. Versuche ja auch hier ein bisschen die Nachrichten von euch zu lesen. So. Primax. Amir. Netherite. Ja, wann ist die Schaufel endlich ganz? Hallo? Jetzt, okay. Let's go, Freunde! Jessicat, Ehrenmann, Leon, Ehrenmann, Maximilian, Ehrenmann, Wife. Ehrenmann gibt zu viele 31er auf der Insel, die nicht zahlen. Ja, das stimmt, Lukas. Gibt leider sehr, sehr viele unehrenhafte Leute hier auf der Insel. Aber danke für die 12 Euro, Kuss. Liebe Grüße. Roger, Ehrenmann, Skelett, Ehrenmann, Sabine, Ehrenfrau. So. Warum lange nicht mehr live gewesen? Ey, hallo. Warum ich so lange nicht mehr live war? Ich sag euch ehrlich, Leute. Ich war nur unterwegs in letzter Zeit. Ich war ja allein in einer Woche. Ich war in Paris. Dann war ich in München. Dann war ich in Berlin. Dann war ich in Frankfurt. Also ich war nur unterwegs jetzt letzten Wochen. Weil einfach sehr viele Termine waren. Und das Problem ist ja bei mir als YouTuber, so ein bisschen, vielleicht könnt ihr es ja verstehen, so kleiner YouTube-Real-Talk jetzt mal hier. Ich muss ja jeden Tag Videos raushauen, ne? Und das heißt, wenn ich dann weiß, jetzt bin ich ein paar Tage unterwegs, dann muss ich ja an den Tagen davor quasi doppelt, dreifach, sage ich mal, arbeiten oder Videos produzieren, damit natürlich für die Tage, wo ich unterwegs bin, auch Videos kommen, ne? Vorproduzieren. Und wenn man aber so viel vorproduzieren muss, dann hat man natürlich keine Zeit, einen Livestream zu machen. Also versteht ihr, wie ich meine? Bei Livestream, Leute, ich kann nicht mal mehr rennen, ich habe nichts mehr zu essen. Livestream ist natürlich übertrieben nice, macht mir sehr viel Spaß, aber es kostet mehr Zeit, als ein Video aufzunehmen, weil man streamt ja dann immer so 5 Stunden oder sowas. Ist hier irgendwo Essen drin? Nee.
Ey, ich kann nicht mal mehr rennen, Leute. Was ist los? Ich bin absolut... Ich hab kein Essen mehr. Ich bin full Netherite und hab nicht mal mehr Essen. Kekse. Lauschi, die Kekse sind doch für jeden hier, oder? Oh. Okay, Kekse sind jetzt nicht besonders nahrhaft, aber... Ich muss hier mal ein paar Kekse mir snacken. Es tut mir leid, ich zahle dafür auch, Flauschi, wenn du mir sagst, was die kosten. Ja, jedenfalls, um auf den Punkt zurückzukommen, ich war sehr, sehr viel unterwegs die letzten Wochen und hab's dann halt einfach nicht geschafft zu streamen. Man braucht halt einfach Zeit zum Streamen. Und jetzt schön über Osterwochenende. Gut, meine Axt gibt's auf jeden Fall nicht dafür. Ich nehme mal hier noch die Reihe mit, damit wir ein bisschen was zu snacken haben. So. Also, ich zahle natürlich noch dafür, Flauschi. Hier wird nichts geklaut. Erstmal Kekse geklaut. Okay, Leute, jetzt fangen wir endlich mal mit unserer Villa an. Also, wir müssen ja eigentlich hier was mit Pink bauen. So pinker Beton. Weiß ich ja nicht. Innen drin, wie sollen wir das Ding innen drin machen? Sollen wir weißen Betonboden innen reinmachen oder Holz? Ich würde fast sagen dunkles Holz, so dunkler Holzboden, sodass es dann so in, mit der Terrasse so in einem ist hier innen drin, oder? Oder weißen Beton? Ich bin ein bisschen am Überlegen, was meint ihr denn? Wie sollen wir denn den Boden hier drin machen? Weil ich finde... Ich sag's mal so, wenn das aus dunklem Holz hier ist, Leute, dann ist das so ein bisschen so Tropeninselmäßig, ne? Wie so eine Strandvilla, so mit Holzboden. Aber wir könnten es natürlich auch wieder so voll auf modern machen. Weiß ich nicht. Aber es muss ja auch nicht aussehen wie unser Haus in Paulberger Hills. Ja, komm, das muss ein bisschen urlaubsmäßig werden. Wir machen das aus Holz. Das muss ja auch nicht aussehen wie unser Haus in Paulberger Hills. Hier wird eh aufgemacht, weil hier dann die Terrasse rauskommt mit Pool hier außen. Okay. Das heißt, wir werden jetzt aber erstmal hingehen... Wir werden jetzt erstmal hingehen, Freunde, und machen jetzt hier erstmal Boden rein. Überall erstmal schön hier Boden reinzimmern. Zack, damit das hier überhaupt mal was wird. Zack, 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 zack. Oh, die Musik ist so leise. Ja, Sand können wir hier direkt auch noch schön mitnehmen. Brauchen wir ja sowieso für Beton noch. Naja, aber Leute, jedenfalls, ich bin jetzt mal wieder am Start. Ich versuche natürlich öfter zu streamen. Ich sage euch ehrlich, meistens versuche ich eigentlich einmal die Woche live zu gehen. Aber ja, es steht halt immer was anderes an. Was ist denn das für ein Lied? YouTuber-District. Kenne ich ja gar nicht. Was ist das für ein Schmutzlied, Candy? Das ist ja gar kein cooles Lied. Den Minecraft-Wall-Song, den finde ich auch gut. Alle mit Mauern getrennt. Und einer von ihnen ist der Beste. Und das bin ich. Ein neues Minecraft-Projekt. Unsere Zeit ist jetzt back. Crymax ist am Start. Hä? Frohe Ostern, Snoopy. LOL. Snoopy hat uns ein Ostergeschenk gemacht. Ein Diamant, ein paar Eier und Karotten. Hä, danke, Snoopy. Seit wann ist Snoopy denn so ein Ehrenmann? Seit wann ist Snoopy denn so ein Ehrenmann, Leute? Oh, einmal alles einsammeln hier. Minecraft Walls. Und King Candy. Ansprache. Warte mal, Leute. Was will Candy denn jetzt hier von uns? Was will Candy denn jetzt hier von uns? Ich habe 1 Euro und du sagst nicht was. Ey, Bro, David, nimm mir das doch nicht übel. Aber ich bin doch hier am Zocken. Ich sehe manchmal sowas doch nicht. Aber danke dir. Ist ja nicht böse gemeint. Aber ich habe ja auch hier keine Donation Alerts oder sowas. Aber ich will ja auch gar nicht, dass mir was spendet. Ich will das ja gar nicht. Guckt einfach meinen Stream. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst ein Like und Abo da oder Glocke aktivieren. Aber ich will ja gar kein Geld von euch haben, Leute. Seid einfach am Start und ich freue mich schon, dass ihr da seid. Okay, warte mal, was will jetzt Candy von uns? Liebe Bürger der YouTuber-Insel, ich schreibe zu Ihnen als neuer... Oh, Präsident, Alter, jetzt will Candy wieder Präsident werden. Ich werde meine Pflichten erfüllen und die YouTuber-Insel vorantreiben, so wie es meine Pflicht ist. Sollten Sie Fragen oder... Oh Gott, sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, kontaktieren Sie mich gerne. Ich habe für jeden Bürger der YouTube-Insel ein offenes Ohr gezeichnet, Präsident Candy. Weiß ich ja nicht, Leute. Weiß ich ja nicht, ob ich Candy als Präsident wählen würde.
Wobei ich sagen muss, als Bürgermeister in Paulberger, oder er hat ja mit mir so Paulberger Hills gemeinsam aufgebaut, war er ja gar nicht mal so schlecht, Freunde. So. Ja, Denise, das ist das. 15.000 Zuschauer, Multitasking. Da muss man wirklich multitasking-fähig sein. Ich versuche hier schon zocken, Chat lesen, alles, aber muss man ja auch können als Streamer, ist ja so. So, warte. Was für ein Lied sollen wir als nächstes hören, Freunde? Was Trauriges will ich jetzt hier nicht hören, Candy. Den 100k-Song von Candy. Finde ich ganz schön. Den finde ich schön. Hat er schön gemacht. Es ist unglaublich, wir sind 100.000. Das sind 24-7 Minecraft ganz ohne Pause. Vom Azubi-Job bei Stani Performance zu einer YouTuber-Insel. Muss ja mal mein Inventar ein bisschen leeren. Ich bin Candy mit dem Regenbogenhut. Mit jedem anderen cool, nur auf YouTube geht's mir gut. Ich bin dankbar für alles, ein Danke an jeden. Community forever, ihr seid Teil von meinem Leben. Jetzt wird weiter richtig. Hat er cool gemacht. Theo, Holdinos, 5 Euro. Bin in Los Angeles und kann mir um 0 Uhr deinen Livestream angucken. Oh mein Gott, ey, Theo, Alter, was machst du in L.A.? Theo auf International angelehnt hier. Danke für den Fünfer. L.A. auch wirklich zu krass mit Zeitverschiebung. Hä? Was war das denn? Ich sag ehrlich, ich war ja auch schon dreimal in L.A. gewesen. Die Zeitverschiebung, da ist ja wirklich, also Leute, da ist 9 Stunden Zeitverschiebung in L.A. Da hat man wirklich das krasseste Chatlag, wenn man wieder nach Hause kommt. Also man ist wirklich komplett geistig verwirrt, wenn man da wieder in Deutschland landet. Weil, Leute, überlegt euch das, 9 Stunden Zeitverschiebung. Wenn, also das heißt, euer Körper denkt dann, es ist 12 Uhr. Und in Wahrheit ist dann für euch 21 Uhr. Versteht ihr, wie ich meine? So, das ist ganz krass. Ich habe auch, wie gesagt, dreimal war ich da. Und das, ich glaube, es war das erste Mal auch, wo es so schlimm war. Da hatte ich wirklich eine Woche, ich habe eine Woche gebraucht, um wieder in den deutschen Schlafrhythmus reinzukommen, weil man ist dann nachts wach und tagsüber ist man am Arsch, also ne, ist man dann müde. Also das ist schon sehr krass, da braucht man ein paar Tage, um wieder reinzukommen. Ich sag ehrlich, nur einmal habe ich das Game beim letzten Mal, als ich in L.A. war, beim dritten Mal, da habe ich das Game getribbelt, also für alle, die vielleicht mal irgendwo hinfliegen, wo so krasse Zeitverschiebung ist, ich sage euch jetzt Trick 17. Ich sage euch jetzt Trick 17, Leute. Und zwar, ihr geht hin und holt euch Melatonin. Also so quasi so natürliche Schlaftabletten. Bitte nicht richtige. Das braucht man ja, glaube ich, Rezeptpflicht. Also Melatonin, sowas Pflanzliches nur. Und dann müsst ihr gucken, dann nehmt ihr am besten einen Nachtsflug. Haut euch diese Melatonin-Tabletten auch noch rein, dass ihr komplett durchpennt. Ich habe nämlich einmal von L.A., 11-Stunden-Flug war das, habe ich 8 Stunden durchgeschlafen. Und ich war dann quasi direkt wieder in meinem Rhythmus drin. Man muss das dann so ein bisschen berechnen, aber man kann da so ein bisschen was dribbeln auf jeden Fall. Also man kann das gut dribbeln. So, da muss man dann halt rechnen, was Sinn macht. So, wir hauen jetzt hier erstmal den Boden rein, Leute. Ich habe euch ja gesagt, dass ich eine kleine Überraschung für euch habe hier im Live-Chat. Eine kleine Osterüberraschung. Ich würde sagen, wenn wir 20.000 Live-Zuschauer sind, dann werde ich euch die Osterüberraschung zeigen. Damit ihr das mal seht. Jay Zock, kannst du meinen Bruder grüßen? Heiße Maurice. Maurice, Gruß geht raus. iCrimex, Abi, 16 Monate. Alter, Fabian, 25 Monate. Schon über 2 Jahre. Über 2 Jahre schon. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Über 2 Jahre schon. So, zack, 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 zack. Warte mal, ich muss hier gerade mal ein bisschen den Sound ändern. So, vielleicht will ich auch Minecraft-Sounds haben. Ich glaube, jetzt hat man ein bisschen, ja, jetzt hat man hier ein bisschen die Minecraft-Sounds auch, richtig und wichtig. Ich einmal kurz. Hallo, wo ist hier meine Playlist? Grenzenlos.
Crymax. Hamza, Alter, Hamza ist schon 34 Monate am Start. Ich küsse dein Herz, hat gerade voll gegrinst. Kuss, 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 freut mich. Alter, Hamza, 34 Monate. Krass, Dogan, auch Ehrenmann. Ich bin der Präsident der Minecraft. Also ich sag ehrlich, mein Lieblings-Minecraft-Song ist der von mir. Das hört sich dumm an, aber der gefällt mir irgendwie am besten. Berge und lebe meinen Traum, bis ich sterbe. Aber wahrscheinlich auch, weil ich den schon 300.000 Mal gehört habe. Direkt ein High-Five. Warum gehst du eigentlich nicht mehr auf Twitch live? Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe ja mal eine Zeit lang, so ein Jahr, habe ich ja mal so ein bisschen auf Twitch noch nebenbei gestreamt. Das Ding bei mir ist, ich bin sehr motiviert. Ich will immer noch mehr machen. Ich würde am liebsten, wenn der Tag noch mehr Stunden hätte, würde ich noch auf Twitch streamen, würde noch öfter Musik raushauen und. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin schon, ich wirklich von der Zeit her, ich schaff's nicht. Ich betreibe ja schon 3 Kanäle, betreibe meinen Shop, bring jetzt noch eine Limo raus. Am Ende des Jahres kommt auch der zweite Teil von meinem Buch wieder raus. Also es sind so viele Projekte, dann noch ein anderes sehr krasses Projekt, wo ich aber noch nicht drüber reden darf. Es sind so viele Projekte geplant, Leute. Ich schaff's leider nicht, noch auf Twitch nebenbei zu streamen. Also da geht einfach nicht. Da hat der Tag leider zu wenig Stunden dafür, Freunde. Kannst du Craft Attack mitmachen? Craft Attack, ja, ich könnte mal Revi an sich fragen, weil ich aber sagen muss, ich bin bei Craft Attack gar nicht im Game, Leute. Ja, warte, wo ist der Sand? Ach, der Sand ist hier drin. Craft Attack bin ich gar nicht so im Game. Kommen wir uns auf. Weil man aber auch sagen muss, so YouTube-Insel ist eigentlich gerade, wir haben das ja so voll aus Spaß gestartet, das Projekt, aber ist ja eigentlich gerade so, also wenn man rein nach den Klicks geht, ist das ja so das eigentlich krasseste Minecraft-Projekt gerade auf YouTube. YouTube-Insel. So, paar Kekse von Flauschi essen. Flauschi, es tut mir leid, aber ich hab nichts zu essen. Michael Nagel, Ehrenmann. Philipp Müller, Ehrenmann. Lukas Spindler, Ehrenmann. Unsere Möglichkeiten. Grenz. So, hier wird der Eingang sein. Dann wollte ich ja hier auch so eine Ding haben, wie so eine Terrasse. Primax. Das heißt, hier bauen wir auch Boden rein. Ey! Immer diese Xbox Game Bar. Ich verstehe das nicht, Leute. Hör auf. Hör auf, Xbox Game Bar. Lass das sein. Crymax. Hallo. Ey, diese Game Bar dreht völlig durch schon wieder. Hallo. Ey! Ich verstehe. Ey, Leute, Xbox Game Bar. Wirklich das schlimmste Erfindung aller Zeiten. Microsoft, warum? Warum tut ihr das? So, hier außen kommt ja eine kleine Außenterrasse hin. Kannst du die Projekte ansagen? Was denn für Projekte ansagen? Was meinst du? Kannst du heute noch auf Paul Berger... Ey, können wir später auch noch, Mann. Wir können auch später auf unseren RP-Server eine Runde zocken, auf jeden. Da gibt's ja jetzt das neue Feuerwehr-Shop. Habt ihr vielleicht das Video auf meinem Paul Berger-Kanal gesehen? Da kann man Feuer... Auf unserem GTA-RP-Server kann man jetzt einfach Feuerwehr spielen. Sehr nice. Genau, das habe ich auch gerade noch vergessen zu erwähnen. Und zwar haben wir ja auch noch unsere Game-Server, Minecraft-Server und GTA-Server, die auch noch Zeit kosten. Also ich bin wirklich schon voll ausgelastet von meiner Arbeitszeit. Da kann ich leider echt nicht mehr auf Twitch streamen. So, und dann wollte ich nämlich die Terrasse hier so weiterführen. Dann hier mal den Sand weg. Zack, zack, zack. Da kommt dann ein Pool rein. Oh, wir brauchen richtig viel Holz. Oder hier erstmal so einen kleinen Steg hier raus. Ups. Hier dann so eine Terrasse. Oder wir verbinden das miteinander, weiß ich jetzt gerade nicht. Muss jetzt hier gerade mal überlegen, was cool wäre. Dann hier an der Seite wollten wir ja noch einen Pool haben.
Also die Villa hier wird echt ein Riesenprojekt. Ich sage euch, wie es ist. Lukas Spindler, Dankeschön für den Fünfer. Kannst mich grüßen. Gruß geht raus an Lukas Spindler, den Paulberger. Alles Paulberger hier, Leute. Okay. Ja, ich glaube, ich mache hier so eine durchgehende Terrasse erstmal. Und dann hier vielleicht noch so einen Steg raus. Und dann bauen wir, können wir hier noch eine coole Yacht hinbauen. Wir brauchen auf jeden Fall auch sehr viel Grünbepflanzung, muss hier sein. Weil das soll ja wirklich so ein richtig schönes, entspanntes Inselferienhaus werden. Eine Strandvilla. Eine schöne, entspannte Strandvilla soll das werden. So, bam, bam. Oh. Kannst mich grüßen? Ich grüße erst am Ende des Streams wieder, Freunde. Ich werde erst am Ende des Streams wieder grüßen. Levi Pappenburg, 6 Euro. Moin Max, wollte mal fragen, ob du dir noch einen Lamborghini kaufen möchtest. Schwierig, Leute. Also, das Ding ist, ich bin ja gerade voll ausgereizt, was meine Autos angeht. Also, ich habe auch gar kein, ich habe zwei Garagen bei mir, ich habe auch gar keinen Platz mehr für ein drittes Auto. Und ich denke, man kann sein Geld auf jeden Fall auch noch sinnvoller investieren als in Autos. Deswegen, also aktuell sage ich ehrlich nicht. Ja, aber mal gucken. Aber Leute, habt ihr den neuen Lambo gesehen? Diesen Revuelto oder wie der heißt? Alter. Ey, der Leute, Batmobil. Das ist einfach ein Batmobil, das Teil. Das ist ja komplett krank, das Ding. 500.000 Listenpreis. Oh, heftig. Sehr, also das Ding ist wirklich krass. Der ist, boah. Batmobil. Baum, 12 Euro. Wie kann ich Mitglied werden? Finde das nicht. Du bist super. Schau dir das schon sehr lange zu. Ah, danke dir, Bro. Ist hier ein Moderator gerade da? Marci, kannst du mal den Link für Mitglieder-Chat reinschicken? Bist wahrscheinlich am iPhone. Irgendwie am iPhone sieht man das nicht richtig. Keine Ahnung. Also eigentlich soll das da gehen, wo man auch Super-Chat machen kann. Dankeschön für die 12 Euro. Ja, es gibt aber auch einen Link, den man schicken kann. Ich bin auch doof, ich vergesse das jedes Mal in der Videobeschreibung zu verlinken. Ich wollte das die ganze Zeit schon mal einfach verlinken, dass jeder das immer hat. Schon wieder vergessen. Ah, warte, ey, ich kann den aber gleich mal schnell raussuchen. Oh, Leute, guckt euch mal an mit der Terrasse hier. Seid ehrlich, ist nice. Ist doch nice hier mit der Terrasse. Vielleicht auch den Pool hier vorne. Ich glaube, der Pool hier ist besser als da an der Seite. Oder man zwei Pools sogar. Oder man sogar zwei Pools. Könnte auch gut sein. Hier nochmal so ein Terrassenbereich hin. Hier wollte ich ja so ein bisschen Grünbepflanzung machen. Warte kurz. Ich schicke euch kurz den Ding rein. Boah, 17.000 Zuschauer, Leute. Bei 20.000 Zuschauer werde ich euch die Überraschung zeigen. Bei 20.000 Zuschauern gibt es die Live-Überraschung. So. Warte, der Mitglieder-Chat. Wo kann ich den denn finden? Mitgliedschaft. Die Crimex Membership. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich schicke euch hier mal einen Link rein in den Live-Chat. Guckt mal, ob das da geht, für die, die es nicht finden. Lukas, Dankeschön. Oh, Lukas hat sogar einen Sub gegiftet. Ehre. Guck mal, hier einen Link. Habe ich reingeschickt. Membership. Guck mal, ob das da geht, wenn ihr da draufklickt. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir machen weiter. Sollen wir die Terrasse hier an der Seite auch noch? Ich würde auch sagen, wir machen hier auch noch ein bisschen Terrasse an die Seite. Es gibt hier so eine komplette Ringsrum-Terrasse. Bis hier.
Uiuiui. Das wird heftig, Leute. Das wird heftig. Ken, yo, geht. Okay, Ehre. Danke, Ken, für das Update. Dann werde ich den, warte mal, dann werde ich das direkt mal anpinnen hier im Chat. Nachricht anpinnen. Okay, das heißt jetzt, die angepinnte Nachricht von mir im Live-Chat ist jetzt die Mitglieder. Da könnt ihr Mitglied werden. Max, kannst du da den Grüßen von Malcolm Pinkel? Was? Ach, das Gerüst. Ah, stimmt, ich könnte auch pinkes Glas beim Balkon machen, Hamza. Gute Idee. Das könnte man auch machen. Das könnte man auch machen. So. Ey, schon wieder diese Xbox Game Bar, ne? Ich verstehe es nicht. Wirklich, alle paar Minuten geht die wieder an. Ich check wirklich nicht diese Erfindung. Verstehe es nicht. Seid ihr eigentlich gerade zu Hause, Leute, oder seid ihr gerade so bei Familie zu Besuch? Sind ja, glaube ich, auch viele an Ostern immer unterwegs. Keine Ahnung, irgendwie Oma, Opa oder irgendwie sowas besuchen. Oder das macht ihr ganz entspannt zu Hause? Zu Hause. Basti, dankeschön. 2 Euro. Bei Familie. Also ich weiß noch früher, weil meine Großeltern ein bisschen weiter weg gewohnt haben, waren wir auch oft dann übers Osterwochenende oder Weihnachten oder so, waren wir da auch oft bei Großeltern zu Besuch, das weiß ich noch. Portugal, oha, Julian, Alter. Portugal, Junge, gönn dir. Läuft bei dir. Machst du Urlaub oder was? Oder hast Familie in Portugal? Egal. Schön Osterferien in Portugal wäre ich auch gerne. Lukas Spindler, 10 Euro. Ich liebe deine Videos und deine Streams. Dankeschön. Oh, ey, was? Ich hab hier richtig, ich merke schon. Der eine hier ist in L.A., der andere Portugal. Ich wollte schon Paul Berger geil sagen. Paul Berger geil. Oh Mann, ey. Italien, ja, Alter, hä, wo ist bin Türkei-Urlaub, Junge? Hä? Ihr seid ja richtig alle, euch geht's gut, ne? Euch geht's gut. Euch geht's gut, ihr Schlinge. Na egal, sei euch gegönnt, Leute. Genießt es, fangt ein paar Sonnenstrahlen ein. Genießt es, ihr Paul Birchies. Karal, Upgrade auf Ehrenbruder, dankeschön. Paul Berger Hills, wir sind reich. Ja, ey, das denkt, meine Abonnenten denken sich das wirklich. Paul Berger Hills, wir sind reich, wir sind im Osterferien im Urlaub. Ich hab einfach Rich Kid Abonnenten. Hallo? Ey! Wer ist da? Hallo, ich bin's. Hey. Hallo Max, guten Morgen. Hallo Bürgermeisterin Flauschi. Ich hab nur eine schnelle Frage. Ja? Kommt da denn noch Pink dazu? Ja, ist in der Planung. Mindestens 20%, ne? Ja. Sonst müssen wir das Haus leider abreißen. Nee, man, mindestens 20%. Also wird, ich werde es dir, wenn, bei der Fertigstellung werde ich dir dann das zeigen, wo Pink ist. Okay, alles keine klar. Sorge. Das wollte ich nur wissen. Okay, dann noch viel Spaß beim Bauen. Flauschi, ich habe mir vorhin ein paar Kekse genommen, weil ich hatte gar nichts mehr zu essen. Ja, ist das alles okay? Gut, du kannst gern immer wieder zugreifen oben. Oh, danke, okay, dann würde ich mir, bei welche, also bei dieser einen Kiste da in dem Haus, oder gibt es da eine Stelle, wo man sich die nehmen darf? Da auch. Du komm mal mit in mein Haus. Aha. Oh, dein Haus habe ich auch noch nicht gesehen. Echt? Nee. Das ist richtig krass geworden. Jessica, dankeschön für 5 Euro. Ich hatte gestern schöne Ostern, war bei meinen Eltern, auch schön, sehr schön. Ja, ich erzähle euch gleich mal, wie bei mir gestern Ostern war. Auch einfach im ganz chilligen Garten. Soll ich dir eine kurze Roomtour geben? Ja, gib mal eine kleine Roomtour.
Also hier ist meine Küche. Oh. Wusstest du, dass wenn man den Kühlschrank manchmal woanders platziert, dass da ein Bild kommt? Lol, hä, das ist ja cool. Passt sogar voll zur Einrichtung, die Farben von dem Bild. Ja. Okay, cool. Sehr cool. So, und dann haben wir hier einen Wohnzimmer Hundi. Natürlich. Ja, der heißt Andy. Andy, aha, okay. Dann geht hier einmal nach oben. Ja, schön. Hier ist ein kleines Schlafzimmer. Aha, okay. Wir gehen erst kurz nach Hause. Warte eine Sekunde. Ja, ich warte. Ist da ein Doppelbett wegen Candy? Nö, ich brauche einfach viel Platz nachts. Habt ihr euch mittlerweile gedatet? Nein, Hey, ja gut. Magst du auf? Ja, so. Schade. Hier haben wir einen kleinen Garten. Oh, riecht auf süß mit hier. Trampolin. Ey, oh Mann. Sogar ein Grill. Stark, mal einen Grillabend machen. Weißt du, was ich eigentlich ganz lustig finde? Hier bei dir in der Stadt ist alles so auf süß, auf klein, hier so ein paar Blumen und so. Und Paulberger Hills, alles, wir brauchen noch mehr Gold, noch mehr Luxus. Hier ist das auch stimmt, ganz entspannt. Ja. Aber auch der Leuchtturm ist voll schön geworden. Danke, den habe ich im Stream gebaut am Samstag. Ja, wild, wild. Hm. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Ja. Unten mein Lager. Oh. Einmal nach unten. So. Und hier an der Brotkiste, da darfst du dich gern bedienen, wenn du möchtest. Sind auch noch ein paar Kekse drin. Ehrenfrau. Was wäre denn am... Oder ich nehme einfach Karotten. Ich will dir nicht deine Kekse wegessen. Ich nehme einfach mal ein Stack Karotten. Ach so, genau. Unterm Rathaus ist eine Farm. Ah, okay, Karotten, okay. Ich habe gar kein Essen mehr. Ich bin richtig... Bin ich abgebrannt. Warte, wir gehen mal zum Rathaus. Ah, okay, Leute. Essensproblem ist schon mal geregelt. Ui, Flugplatz hier auch, okay. Ja, klar. Hast du schon die Autobahn gesehen? Warum machst du das denn nicht hier mit Pink, die Markierung, dass hier alles weiß Pink ist? Die gibt's nicht in Pink, die gibt's nur in Gelb und in Weiß. Oh, belastend, okay, schade. Ja, das ist schade. Ja, die Autobahn auch krass. Also ich muss sagen, hier die Krümelküste entwickelt sich. Hier unten, hier kann man runter. Okay. Karotten, Kartoffeln, Weizen, alles, was das Herz begehrt. Okay, ja, danke, gut zu wissen. Werde ich mich bedienen. Ich werde natürlich auch immer nachpflanzen wieder. Ja, klar. Du kriegst übrigens noch dein Grundbuch irgendwann. Ich muss es mal schreiben. Ja, easy. Guck mal, ich zeig dir mal, wie sich bei mir mein Haus entwickelt hat. Ja? Meinst du übrigens, wir können vielleicht noch eine Palme später noch pflanzen? Ja, klar, kann ich bauen. Dass hier vielleicht noch eine ist. Muss ich ja also, immer selber bauen. Genau. Und zwar, ich wollte hier den Eingang machen. Hier wird natürlich noch mit Grünbepflanzung so gemacht. Hier wird der Eingang sein und so eine kleine Vorderterrasse. Oh, da ist ein Zombie drin. Ey, raus aus meinem Haus, Junge! So. Dann hier innen, ich wollte alles so mit dunklem Holz machen, damit das so ein bisschen so ein Tropenfeeling hat, weißt du, so wie das soll ja so mein Wochenendhaus werden. Dann geht's nämlich hier direkt alles offen, direkt hier raus weiter. Und hier kommt dann Pool hin, Außenterrasse, vielleicht noch eine Bootsanlegestelle. Sehr cool, ja. Das wird hier... Ist ja ein bisschen größer geworden als die Grundstücksmarkierung, aber das passt schon. Kostet dann mehr Miete, nicht? Wie Miete? Das ist doch mein Objekt. Ja, aber jetzt, wo es größer geworden ist, du benutzt ja jetzt noch Stadtgrundstück. Ach, warte mal, du kriegst ja sowieso noch Geld. Warte, ich zahle dir ein bisschen mehr. Was hatten wir gesagt? 16 Diamanten oder so? 16, glaube ich, Genau, dann ich gebe dir ein bisschen mehr, weil ich mehr Blöcke gekauft habe. Mehr Quadratmeter-Blöcke. Wo ist hier eine Enderkiste? Im Rathaus ist eine Enderchest. Ah, okay, sehr gut. So. Also, 16 hatten wir gesagt. Jetzt kriegst du... Oh, warte, mein Inventar ist voll. 20, sagen wir. Zack, 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 zack. Ja, gut. Und dann ist das Objekt mir. Vielen Dank. So, aber du musst bei allen auch so Preise verlangen, ne? Ja, klar. Timmy musste, glaub, sogar 30 Dias bezahlen oder so. Okay, ja, gut zu wissen. Sehr schön. Damit die Stadt ordentlich bleibt, du weißt Bescheid. Ja, klar, die Autobahn musste auch irgendwie finanziert werden. Ja, das... Passiert mit Steuergeldern. Ich als Bürgermeister weiß natürlich, dass das so ist. Ja, klar. Was ist dein nächstes Bauprojekt? Was hast du geplant? Weiß ich noch gar nicht. Hast du denn irgendwelche Vorschläge? Ich überlege gerade, was die Stadt noch hier brauchen könnte. Vielleicht hat dein Chat auch Vorschläge. Leute, schreibt mal in den Chat rein. Habt ihr Ideen, was man hier noch bauen könnte? Ich weiß gerade, ehrlich. Ich würde einfach gucken, dass alles schön ist. Auf jeden Fall hier noch mehr Grünbepflanzung. Ja, also hier da überall, sind wo wir auf jeden irgendwo Fall hier, noch dabei. Überall zwischendrin immer Bäume pflanzen, dann sieht es irgendwie schöner aus. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was für Bäume, weil ich finde eigentlich Fichtenbäume ganz schön, aber so das weiß. Sind ja so Tannenbäume. Du musst die Birken, ja, weil damit hier alles so weiß. Ich glaube, das würde eigentlich zum Stadtbild ganz gut passen. Ja, oder halt,
wenn wir irgendwann mal updaten, ja. Es gibt ja bald eine neue Minecraft-Version, da gibt es ja rosane Bäume mit rosanen Blüten. Oh, okay, das safe, das brauchst du. Das wäre richtig, richtig stimmt, das cool, aber du. Vorerst vielleicht dann erstmal die Birkenbäume. Ein Supermarkt, schreibt mein Chat gerade noch, auch gute Idee. Ja. Laternen, das muss ausgeleuchtet werden, damit hier keine Monster kommen. Vielleicht ab und zu, ob hier auch so ein paar Weizenfelder dazwischen können. Dass hier alles so entspannt so aussieht, weißt du, so sehr naturbelassen. So ein paar Blumenbeete. Genau, Blumenbeete, sowas, genau. Auf jeden Fall ein bisschen Grünbepflanzung noch, ja, hätte ich gesagt. Naja, okay. Ich bin weitermachen. Ja, danke. Tschüss. Alles klar, viel Spaß, tschüss. Oh, Leute, wir haben die 20.000 Live-Zuschauer geknackt. Leute, ich hab's euch ja versprochen, bei 20.000 Live-Zuschauern gibt's eine kleine Überraschung. Und das werden wir jetzt mal machen. Dankeschön hier an Zaral oder Karal für die Subgifts. Kuss, Kuss, Kuss. Okay, Leute, seid ihr bereit? Leute, ganz ehrlich, Subgifts ist richtig nice, weil dadurch schenkt ihr immer anderen Leuten noch die Möglichkeit, was in den Chat zu schreiben. Also das ist echt eine coole Sache. Okay, seid ihr bereit für die Überraschung, Leute? Und zwar, ich weiß, dass ihr es liebt. Ich weiß, dass ihr es liebt. Und deswegen gibt es jetzt hier den neuen Like-Hype, Leute. Jetzt alle Hashtag Like-Hype oder das Like-Hype-Emote in den Chat. Und dann würde ich sagen, Leute, Like-Hype. Bam, 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 Leute. Like-Hype. Let's go, Freunde. Let's go. Wir machen einen Like-Hype. Wir haben aktuell 6.900 Likes. Push den Stream raus. Jetzt alle abonnieren, liken und Glocke aktivieren. Nichts mehr zu verpassen, Leute. Let's go. Ja, ich werde jetzt nämlich hier so ein cooles Lied mit so einer Animation, um den Like halt zu perfektionieren. Hat Candy extra anfertigt. Gucken raus an Candy. Alter, Leute, oh mein Gott. Ihr zerstört den Chat. Ihr zerstört den Chat, Leute. Like, Hype, ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war die kleine Osterüberraschung, dass wir jetzt hier einen niceren Like-Hype haben. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal auch wieder schön Musik drauf. So. Ich brauche jetzt hier Motivationsmusik. Wir brauchen jetzt hier ein bisschen Motivationsmusik. Wir müssen das Haus weiterbauen. Es muss vorangehen. Hashtag Like-Hype, Leute. Schaffen wir noch die 10.000 Likes hier? Wir sind gerade bei 9.200, glaube ich. Okay. Oh mein Gott, Ben. Digga, was geht hier gerade im Chat ab? Ben, auch nochmal ein Subgift. Haha, der ganze Chat ist grün. Der Chat muss grün gemacht werden. Okay, wo war ich jetzt stehen geblieben gerade? Genau, Flauschi kam. Dann wollte ich hier noch den Sandstrand ein bisschen schön abebnen. Boah. Wild, wild, wild. Ich hoffe, ihr habt die Musik bei dem Like-Hype gehört. Weil ich kann das leider selbst nicht hören, aber ich hoffe, ihr habt das gehört. Kannst du mal Peter Parker spielen? Meinst du Spider-Man? Soll Spider-Man spielen, Leute? Also ich muss sagen, wir werden Flauschi ja leider ein bisschen reinlegen. Wir werden ja das Dach pink machen. Oh Mann, ey. Na gut, so ist es. Aber ich finde, das Haus entwickelt sich hier schon. Es entwickelt sich. Ich überlege, ob wir es zu klein gebaut haben. Aber es soll ja eigentlich auch nur so ein bisschen ein kleines Ferienhaus sein. Es muss ja gar nicht super groß werden. Muss ja nicht super groß sein. Okay, hier ist der Eingang. Oh, dann machen wir hier Beton hin. So. Dann ist nämlich hier oben. Hier oben kann man dann laufen, Leute. Hier oben machen wir so ein Stockwerk rein für Schlafzimmer und sowas. Go home. Ben Kühne, ein Subgift. Dankeschön. Bin im Ronaldo Hotel Madeira Beach. Alter, Julian. Auch, ey, Leute, wo seid ihr denn alle? Madeira, Italien. Aber sei mal ehrlich, wie ist das Ronaldo Hotel? Ist cool oder nicht so? Würde mich mal interessieren. Da kann ja auch sein, dass es eher so ein Ding ist, um da Geld mit zu verdienen oder ob wirklich ein gut geführtes Hotel. Ich finde, bei Hotels merkt man ganz krass einen Unterschied, wie die geführt sind.
Ich finde zum Beispiel, oft sind privat geführte Hotels besser als so eine Kette, weil da richtig die mit Liebe und so geführt werden. Das macht einen riesen Unterschied. Bin aber auch echt so ein kleiner Hoteltester. Ich liebe das auch, so eine Hotelbewertung durchzuziehen. Ich suche auch, wenn ich irgendwo in Urlaub gehe, ich glaube, ich verbringe ungelogen so 5 Stunden damit, ein Hotel rauszusuchen. Ich bin echt so ein, ich lese Bewertungen, ich gucke mir Videos an, ich mag das aber auch. Ich bin so ein kleiner Hoteltester, Freunde. So, wir müssen nochmal hier ein bisschen Beton anfertigen. Ey, Kramix, kannst du mal ein Fan-Treffen machen? Letztes Jahr hatten wir 2 Fan-Treffen gemacht. Das war ja einmal zur Gamescom und dann zu meinem Buch-Release. Also, es wird auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder ein Fan-Treffen geben. Spätestens im Oktober, wenn mein neues Buch erscheint. Der 2. Teil werde ich bestimmt auch wieder ein Fan-Treffen dazu machen. Aber mal gucken. Also ist sonst jetzt noch nicht geplant. Aber man muss auch dazu sagen, das ist ja nicht so, dass ich nicht gern Fan-Treffen mache, sondern das ist auch schwer, sowas zu planen. Weil man braucht ja Genehmigungen von der Stadt. Also wenn ich jetzt einfach sagen wollen würde, ich will jetzt ein Fan-Treffen zum Beispiel in Köln machen. Ne? Sagen wir einfach mal, ich will jetzt ein Fan-Treffen in Köln machen, Leute. Ich müsste mir erstmal bei der Stadt eine Genehmigung holen, weil sonst würde ich eine Anzeige bekommen wegen einer Massenversammlung. Okay? Also weil, ich sag mal, ich habe ja mittlerweile eine Zuschauergröße erreicht, wo schon der ein oder andere kommen würde, sagen wir es mal so. Und das heißt, wenn ich das nicht, ich muss das erstmal bei der Stadt anmelden, sonst würde ich eine Anzeige bekommen. So, also das ist erstmal das Erste. Dann, ab einer gewissen Anzahl von Leuten braucht man Sicherheitspersonal, weil wenn sonst was passiert, dann hafte ich, dann bin ich auch noch schuld, wenn dann irgendwie als Beispiel, da sind dann 5000 Leute und drängeln sich rum und jemand wird verletzt und es gibt kein Sicherheitspersonal, dann wäre ich daran schuld. Ja? Das sind halt alles so Faktoren. Ich kann nicht einfach so spontan sagen, ich mache ein Zuschauertreffen. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt leider das Problem. Und deswegen mache ich sowas eigentlich immer ganz gerne bei einer Messe. Gamescom letztes Jahr haben wir zum Beispiel auch ein Zuschauertreffen gemacht. Boah, das war auch krass, wie viele da waren. Heftig, Leute. Und eben in einer Buchfiliale, als mein neues Buch rauskam. Weil dann ist das halt wirklich so abgesichert, da kann nichts passieren und so, ne? Wo wird es dein Getränk geben? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, Leute. Haltet, seid einfach gespannt. Leute, wie gesagt, lasst auf jeden Fall mal alle ein Like und ein Abo da. Wenn ihr neue Zuschauer seid, abonniert. Wenn ihr schon Abonnent seid, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Weil nur wenn die Glocke aktiviert ist, dann kriegt man wirklich alles mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Jetzt habe ich nämlich den Chat gelesen. Oh mein Gott, das war lost. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist da? Hallo? Werde dein Haus zerstören. Hey, lass mein Haus in Ruhe, wer ist da? Ich sehe dich. Hä? Wo bist du? Bei der Brücke. Leute, woher sieht er mich? Wer bist du? Bist du vom Lotus-Clan? Ich bin vom Lotus-Clan. Leute, wer ist das? WTF Bro, das ist Team Böse. Das ist Team Böse! Maxi Pfeiffer, du hast recht. Team Böse, komm her, stell dich! Ich beobachte dich, Max. Nein, Leute, das ist nicht Stani. Stani wird sowas nicht machen. So. Du brauchst doch nicht mit dem Bogen schießen. Was geht ab, Bro? Oh Mann, ey. Ja, natürlich ist das Stani, Leute. Wolltest mich pranken, hä? Ich wollte dich pranken, Alter. Alter, bist einer von den Prank-Pros oder was? Bin einer von den Pränkelbergern. Was ist los? Kommst du auch live?
Nee, ich chill heute. Ich chill. War gestern live. Also. Ganz entspannt, Junge. Was hast du an Ostern gemacht? Ah, gar nichts gegessen, Digga, so wie immer. Zu viel gegessen, Bro. Na, Klassiker, man kennt ihn. Digga, ich hab so viel gegessen, ne? Bro, ja, ich bin heute Abend auch wieder essen mit Familie. Digga, das ist auch echt immer anstrengend da. Und ich habe gestern so einen Lind-Osterhasen gegessen über den Tag, ne? Ah. Bro, und so, das waren so 200 Gramm. Ja. Und ich dachte mir dann so, als ich ihn aufgegessen habe, guckst du mal, wie viele Kalorien der hat. Nein, guck nicht, Bro, guck nicht. Bro, der 1100 Kalorien, so ein Lind-Osterhasen. Das ist Bro, bei mir normal. War gestern auch komplett Krise. Wir waren so ab 11 Uhr unterwegs, erst Freundin bei der Familie von meiner Freundin, dann später noch bei mir. Digga, ich habe einfach so bis 18 Uhr habe ich nur Kuchen gegessen. Ja. Digga, ich war irgendwann. Man muss auch essen, man kann ja auch nicht die Sachen drauflassen, ja, oder nichts essen. Bro, das Ding ist ja, weil, guck mal, wir sind morgens los, Kuchen. Mittags Kuchen. Kuchen, 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 Donut, Kuchen. Und dann irgendwann nachmittags waren wir noch bei meiner Familie auch wieder Kuchen. So, man sagt ja auch nicht zu seiner Mama, nein, wenn die einen Kuchen gebacken hat. So. Ja, du musst ja essen. Dann ist man ja herzlos, essen. Leute. Ey, ja, ich glaub nicht, was mit meinem Bauch abging, ey. Einfach nur so bis abends nur Zucker, so, boah, nee, ey. Das war ja, echt. Ja, musst schon immer. Ein Stück Kuchen muss man auf jeden Fall essen, weil sonst denkt die sich auch, ey, was mit dem los, Alter. Ja, sonst denkt meine Mama, ich hab die nicht mehr lieb, so ein Ding ist das. Oh. Hey, ja. Ja, das ist schon ein hartes Leben, was man da an Ostern führt. Aber, ja. Naja. Ich sag ehrlich. Hast du gesehen, Kian, Junge, im Finale? Ja, klar, geschaut. Sehr, sehr wild. Junge, bist du am Samstag auch in Köln? Ja, Samstag bin ich auf jeden Fall auch am Start. Oh, geil, Alter, geil. Boah, Köln wird sehr, sehr wild, weil da, hier mein Kollege Chin hatte auch dann Veranstaltungen auch samstags. Das heißt, wir können erst DSDS und dann danach noch Party machen. Ja, aber ich glaube, es wird lange gehen, sag ich dir ehrlich. Ja, klar, aber also ich denke jetzt nicht, dass es länger als 0 Uhr geht. Viel länger. Doch. Meinst du? Ja, also ich weiß nicht, wie viele Songs die singen, aber also ich bin mir nicht sicher. Also ich könnte mir vorstellen, wieder 12:30 und so, ne? Ja, gut, aber ist ja egal. Ja, klar, ist ja auch egal, aber das Problem ist, wenn 12:30 erst vorbei ist, Bro, bist du davor 2 fast nicht draußen, ne? Ja, okay, ja. Das ist halt der Nachteil. Muss man mal gucken. Aber wie viel müssen die denn im Finale singen? Wie viele Songs? Ich glaube, die singen 2, bin ich der Meinung. Oder nee, 3? Warte mal. Leute, wisst ihr das DSDS-Finale, wie viele Songs man da singt? Ey, Leute, wir müssen euch mal was fragen. Stani und ich, wir hatten mal überlegt, einen Podcast zu machen. Kennt ihr das wild? Oder sagt ihr... Ja, also 2 Songs. 2, ja gut. Es sind ja aber nur noch 4 Leute, ne? Ja, nur noch 4 Leute. Dann, wenn das so wie letzte Woche wird, das Bro, dann ja, das wäre dann so wie im Viertelfinale dann quasi. Dann wäre es eigentlich chillig, weil dann wäre so um 12 wirklich over. Ja, so, weißt du? Ja. Aber den ersten Tag war ja übelst lang gewesen. Ja, safe. Da waren wir ja erst um 2 im Hotel, Junge. Das war so easy, Junge. Das ist auch nicht mehr unsere Zeit. Wir haben schnell gemacht, ne? Wir haben schnell gemacht, Bro. Das muss man auch sagen. Wie, ihr habt schnell gemacht? Ja, wir sind schnell, also wir sind, Bro, als die Show vorbei war, sind wir rausgesprintet. Du glaubst nicht, was da Garderobe los ist. Oh mein Gott. Du musst ja alles abgeben und so. Wie viele Leute sind da live in so einem Studio bei DSDS? Boah, schon viele. Ja? Also richtig viele. Aber ist da dann so richtig Party und so, wenn die da so feiern auch? Ja, und ja, geht schon ab, solche. Geil. Sehr wild, Leute. Ja, Stani und ich nächste Woche bei DSDS. Boah, das wird geil, Alter. Nice. Ja, gut, Max, ich muss mal hier noch ein Thumbnail machen. Hau rein, wir hören uns später. Ja, bis später, tschö. Viel Spaß noch, bauen wir das schön. Danke. Ja, Stani und ich hatten mal überlegt, einen Podcast zu machen. Ich muss auch ehrlich, ich find's auch chillig, einfach so manchmal so ein bisschen entspannt zu quatschen, wie jetzt gerade auch einfach. Ich glaube, dass ihr das auch cool findet. So, mach mir hier mal die Scheiben noch rein. Also ich sage euch hart auf hart, wir werden das System hier dribbeln und werden den pinken Beton im Keller machen. Auf jeden Fall nicht auf unsere Bude drauf. Wie findet ihr das? Sieht doch eigentlich schon ganz schön aus hier. So, hier noch ein Fenster rein. Ist natürlich alles noch sehr krass im Rohbau. So. Bam, 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 bam.
Jetzt können zumindest mal hier unten keine Monster mehr reinkommen. Schau mal, hier ist dann oben so das Obergeschoss. Jetzt halt nur noch die Frage, wo machen wir da die Treppe hoch? Wir müssen ja noch eine Treppe reinziehen. Ich finde das eigentlich, glaube ich, ganz cool, das hier zu machen. 1, 2. Hier vielleicht so eine Treppe hier an der Seite. Machen wir hier so einen Treppengang hoch. Aus dunklem Holz auch. Aber Flauschis Regel ist ja nicht so ausgelegt, dass es sichtbar sein muss, Stepping. Das stimmt nämlich. Das, Denise, da hast du nämlich recht. Da hast du vollkommen recht. Es gibt nämlich, in der Regel steht 20% pinker Beton. Es steht aber nirgendwo, dass der Beton überirdisch verbaut sein muss. Ja? Das ist nämlich, so. Das steht nämlich nirgendwo geschrieben. So, deswegen, wir halten uns an die Regeln. Wir sind Bürger, die sich an die Regeln halten. Stein bauen wir uns auf. Unseren Traum. Am Anfang war mein Haus nur aus Bruchstein. Heute baue ich eine Villa, denn das muss sein. Ich bin der Präsident der Minecraft-Insel. Wenn du meinst, mich zu haten, kannst du gleich verschwinden. Dann gibt es Inselverbot. Der Wind macht das schon. Flieg nach Norden Richtung Paulberger Berge und lebe meinen Traum, bis ich sterbe. Ich bin Diamond Rich, baue meine eigene Stadt mit einem Rathausplatz, einem Casino plus Yacht und Candy kommt vorbei. Ich hoffe, das kommt gut hier mit der Treppe. Kein Eisen, das ist Netherite. Unsere Möglichkeiten grenzenlos. Denken groß. Leben gemeinsam unseren Traum. Ich bin jetzt rich und muss nie wieder Dias farmen. Jetzt kann ich viel bezahlen dank meiner Wiederwahl. Als Präsident werde ich die Wände schaffen. Ich werde ein paar Wände schaffen. Die Grenzen machen. Eigentlich müsste ich dann hier zumachen. Bin ich ein Krieger und ich kämpfe mit Waffen gegen Enderdrachen. Yeah. Und in den Paulberger Hills bin ich laufend am Chillen. Und am traumhafter Willen sieht es aus wie ein Film. Ich steh auf, wann ich will. Ich geh raus. Ich will, lebe mein Traum, wie ich will. Ich bin ein Crimex und Candy kommt vorbei. Ah, das sieht jetzt schon gut aus. Dann könnte man nämlich hier so eine Küchenzeile reinbauen. Man direkt hier seine Küche so drin. Hier eine Treppe, die hochführt. Ja, ah, das ist gut. Und dann hier so Geländer machen. Möglichkeiten grenzenlos. Ja, Leute, langsam. Das Haus entwickelt sich. Seid ehrlich, das Haus entwickelt sich. Stein bauen wir uns auf. Gemeinsam unseren Traum. Was ist das für ein Lied? Was? Hä? Domi. Domi, lebst du hinterm Mond? Fragst du gerade ernsthaft, was das für ein Lied ist? Nein. Geh mal ins Ronaldo Hotel nach Madeira. Wenn ich nach Madeira mal gehe, dann gehe ich dahin. Okay, Julian? Dann vertraue ich dir. Aber hab bis jetzt noch nicht geschafft, nach Madeira zu kommen. Alter, wie, du weißt nicht, was das für ein Lied ist. Live-Chat, was ist das für ein Lied? Live-Chat, was ist das für ein Lied? Wer hat denn nicht mitbekommen, was das für ein Lied ist? Das ist der Minecraft-Song, Bro. Ich glaube, ich bin hier. Wie kann man denn nicht wissen, was das für ein Lied ist? Bro. Du hast ja voll verschlafen, Alter. Du hast ja voll verschlafen. Brathahn. Oh, ich überlege, den Boden hier auch aus Holz zu machen. Also ich zeige euch das mal. Und zwar aus diesen Half-Slabs, weil da hat man noch mal ein bisschen mehr Platz quasi. Weiß aber noch nicht so, was ich davon halten soll. Dann quasi das Geländer so. Ist dann halt schon sehr dunkel, ne? Es wird dunkel. Wenn wir das so machen, wird es schon dunkel hier. Dann brauchen wir sehr, sehr viel Licht. Hier unten drin auf jeden Fall.
Hm, was meint ihr denn? Könnte aber cool sein, damit es halt auch mal ein bisschen was anderes ist. Damit nicht unsere ganzen Häuser alle gleich aussehen. Weil jetzt hier, das ist ja draußen, da müssen wir das so lassen. Aber ich reiß hier mal kurz die Decke weg, Leute. Lass uns das mal testen. Ey, Flauschi ist wieder da. Ehrenfrau Flauschi. Ehrenbürgermeisterin. Ja, es sieht aber, einerseits sieht es halt aber auch gemütlich aus, ne? Hamza, ja? Hamza, ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, dich als Moderator zu verwenden, weil du schon so lange am Start bist. Das stimmt. 34 Monate Support schon. Überleg's mir mal. Bauen ja anscheinend hier wirklich neue Mods. Stefan Keller, Ehrenmann. I'm on the way to my mansion, calling my label to cancel. I don't have time for no questions, I just had time for the answers. Bam, 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 bam. Ich muss irgendwie sagen, es hat was. Es ist halt so ein entspannteres Haus jetzt so, ne? Wir müssen aber hier das wegreißen. Das ist halt das Ding hier. So könnte man machen. Ja, das sieht halt hier dann dumm aus. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Was machen wir denn da jetzt? Hm, wir könnten das natürlich hier so durchziehen. Hm. Boah, das ist irgendwie voll schwierig, das hier gerade das richtige Aufteilung zu finden. Müssen wir uns mal noch überlegen. Gut, wir könnten halt hier an sich die ganze Wand so aus dem Holz machen. Weiß ich nicht, Leute. Also mit dem Teil bin ich hier noch nicht so ganz zufrieden. Ah, wenn nicht, wir lassen es erstmal so. Wir gucken mal, wir lassen es erstmal so. Boah, wir brauchen auch unbedingt gleich mal Licht da in unserer Bude drin. Wir haben noch ein paar Seelaternen, nur zwei Stück dabei. Wir waren auf jeden Fall hier auch so ein Kronleuchter, der hier hängt. Und hier müssen wir uns auch mal überlegen, wie wir das mit der Beleuchtung machen. So. Bam. Okay, wir brauchen neue Scheiben. Wir brauchen unbedingt Scheiben, Leute. Um das hier mal fertig zu kriegen. Ah, okay, wir haben noch. Sehr gut. Schaut euch mal, Alter, also der Ausblick aus unserer Strandvilla ist ja 10 von 10, ne? Der Ausblick ist ja hier wirklich 10 von 10. Guck mal hier direkt, bam, am Wasser, die Brücke hier neben uns, Leute, besser geht's gar nicht. Der Flauschis Café gesprengt hat, war Candy. Weiß ich nicht, Leute. So. Ja, das war tatsächlich Candy. Das hat sich rausgestellt, dass Candy das war, ja? Das stimmt. Hat sich verändert, Candy. So. Let's go. Was sollen wir als nächstes für ein Lied hören, Leute? Ich brauche irgendwie Action. Ich brauche hier Motivationsmusik. Wir hören nochmal meinen Minecraft-Song, Leute. Streamt den Minecraft-Song überall, Spotify, alles, ihr wisst Bescheid. Groß in Minecraft. Wer fliegt da hinten rum? Ah, das Flauschi. Stein für Stein bauen wir uns auf. Alter, wir haben schon über 10.000 Likes. Ehre. Ey, Leute, ich muss euch noch kurz was zeigen. Am Anfang war mein Haus nur aus Bruchstein.
ruhig eine Villa, denn das muss sein. Ich bin der Präsident der Minecraft-Inseln. Wenn du meinst, mich zu haten, kannst du gleich verschwinden. Dann gibt es Inselverbot, bin der King auf dem Thron. Ey Leute, bestes Lied. Flieg nach Norden Richtung Paulberger. So, und zwar Leute, boah, NSJ, Max, du bist meine Kindheit, Kuss. Leute, kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, Freunde, es läuft nur noch bis heute, läuft die Osteraktion in meinem Shop, wo es bei jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte von mir dazu gibt, ja. Und zwar hier bei der Cap. Die Cap ist neu im Shop. Das ist die ich aufhab. Die originale Cap aus meinen Aufnahmen mit Stick, Freunde. Mit dem Stick hier auf der Rückseite oder für mich Vorderseite und auf der anderen Seite. Ich zeige euch das nochmal. Also das alles hier mit sehr hochwertigem Stick auf der vorderen Rückseite. Da gibt es auch nicht mehr viele. Sind nicht mehr viele da. Also übers Wochenende ist da echt einiges weggegangen. Und dann gibt es nämlich auch noch die Schultertasche. Die ist auch neu im Shop. Ebenfalls hier mit hochwertigem Stick, Freunde. Und zwar ist das hier die Umhängetasche, wie gesagt, auch gestickt, da passt richtig was rein. Und bei jeder Bestellung, meine Freunde, gibt es, aber nur noch bis heute, also über das gesamte Osterwochenende war das, bei jeder Bestellung gibt es nämlich eine handsignierte Autogrammkarte mit dazu, Leute. Hier, zack, von mir. Und wie gesagt, zwei neue Produkte, Cap, Schultertasche, Autogrammkarte, was will man mehr? Ich habe auch gesehen, guck mal, die Shirts. Alter, ihr seid übers Wochenende so durchgedreht, hier XXS, XSS ausverkauft. Gucken wir mal, Hoodie. Ah, Hoodie gibt's noch XS, aber S auch ausverkauft. Krank, Freunde, krank. Und ja, also wie gesagt, nur noch bis heute. Wer eine Autogrammkarte haben will, iCramix.shop, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein in Minecraft, iCramix.shop, ihr wisst Bescheid. Link in der Videobeschreibung. So. Nein. Ich kann euch ja mal kurz sagen. Warte. Ich kann euch mal kurz sagen, jetzt, damit ich hier jetzt nichts Dummes sage. Es ist halt wirklich nicht mehr viel da. Es sind nur noch 119 Caps verfügbar. Also wer noch eine haben will, jetzt, ich sage das nicht aus Werbegründen oder so, also wer noch eine haben will, nur noch 119 sind da. Ja, weil dann gibt es ja auch keine Autogrammkarten mehr, wenn die jetzt halt weg sind, weil dann kann man ja nichts mehr bestellen. Weil Autogrammkarte ist ja bei jeder Bestellung dabei, ihr wisst Bescheid. Aber okay, so. So, jetzt bauen wir hier mal weiter, Leute. Die Villa muss fertig werden. Die Strandvilla muss fertig werden. Hier oben würde ich sagen, lassen wir hier einfach alles auf, oder? Mal einfach hier so Glasscheiben auflassen oder nochmal hier so umranden irgendwie. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich meine, wir könnten ja auch aus dunklem Holz das nochmal hier so machen. Müssen wir mal gucken. So, hier muss noch eine Scheibe rein. Wir müssen jetzt erstmal überall die Fensterscheiben hier reinsetzen. Mann, ey, Leute, Unsere Villa hat nicht mal Fensterscheiben eingesetzt. Das darf nicht wahr sein hier. Das darf hier echt nicht wahr sein. So, da außen, ja, hier Scheibe rein. Bam, 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 bam. Genau, hier machen wir eine Fensterscheibe rein. Und hier, ja, hier würde ich auch fast sagen, lassen wir das auf. Damit das halt alles sehr offen ist. Wir müssen halt gucken, dass dann auf dem Dach keine Monster spawnen. Sonst spawnen hier irgendwann auf dem Dach Monster. Springen hier runter und dann habe ich einen Creeper hier im Haus. Wäre natürlich nicht so gut. Bin auch am überlegen, ob es hier Fensterscheiben ein bisschen oder ob wir das wirklich so komplett auflassen sollen. Ich würde fast sagen, wir lassen das hier wirklich komplett auf. Ja. Das wird auf jeden Fall ein entspanntes Strandhaus hier. So. Hier der Weg raus. Zack, zack. Also ich glaube, wir haben jetzt zumindest mal hier überall Fensterscheiben eingesetzt, damit hier mal keine Monster mehr reinkommen, Leute. Das ist ja schon mal was. So, hier machen wir zu. Hier hauen wir die Scheiben raus. Hier wird einfach Wand reinkommen. Ganz normal, stinklangweilige Wand kommt hier einfach rein. So, zack, zack, zack. Aber ist ja doof, wenn man die Treppe irgendwie so von hinten sieht. Das sieht ja nicht gut aus. Ultras FC, wenn du meine Spende vorliest, bist du besser als Candy und Stani, weil die beide drei Spenden ignorieren. Oha, Ultras, ja, danke schön für die Spende, Bro. Ja, also, ja, passiert mir auch mal. Ich will hier gar nichts Schlechtes über die Jungs sagen. Ich glaube, das passiert jedem Streamer mal, dass man vielleicht irgendwas nicht mitbekommt. Ne, wir haben ja gerade eben erst drüber geredet, hier mit 16.000 live zu schauen, immer jede Nachricht, jede Spende mitzubekommen, ist bestimmt nicht so einfach. Deswegen, also mir passiert das auch mal, aber trotzdem danke für deine Spende, Bro.
So, dann hatten wir hier die Treppe. Ich würde fast sagen, Leute, ich würde fast sagen, hier müssen wir eigentlich auch Blöcke einfach reinhauen. Dann können wir ja hier auch so ein bisschen Grünbepflanzung noch hinmachen, dass man das vielleicht gar nicht so sieht. Aber es ist halt doof, wenn man dieses Treppeninnenleben hier so von innen sieht. Sieht ja nicht gut aus. Bam, bam, bam. Hauen wir einfach weißen Beton rein. Oder wir machen irgendwann, wir machen für Flauschi einfach irgendwie so eine pinkne Wand und dann bauen wir da einfach ganz viel Grünzeug davor. So. Zack. Ha. Das ist hier unsere Bude. Denkt ihr, es würde gut aussehen, wenn man das so gar nicht so versetzt hier baut? Ja. Wo willst du noch eine Palme hin? Dann baue ich die eben. Oh, das ist sehr nett von dir. Warte mal. Und zwar kannst du... Ich hätte vielleicht hier gesagt. Ja. Hier so, dass die so ein bisschen über mein Haus so drüber ragt. Also, dass sie sich so ein bisschen hier bis hier hinlehnt, weißt du? Ja, kann ich machen. Das wäre super lieb von dir. Danke dir, Flauschi. Gerne. Was sagst du bis jetzt zu dem Haus? Sieht gut aus, aber das Pink fehlt halt noch. Ja, das kommt noch an eine ganz besondere Stelle, kommt noch das Pink. Guck dir lieber nochmal die Anforderung vorne an. Ja, 20% Pink, ich weiß ja, ich weiß ja. Ja, ja. Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Sie will auf jeden Fall, dass hier Pink verbaut wird. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin sogar ein bisschen am Überlegen, hier das zuzumachen. Können wir hier auch einfach Wand hinmachen? Sieht irgendwie so ein bisschen, es sieht irgendwie so ein bisschen unsynchron aus. Das, da bin ich noch nicht so ganz zufrieden hiermit. Bam, bam, bam. Okay, wir gucken uns das nochmal von außen an. Das Strandhaus wird perfekt. Ah, ist besser. Ist besser, Leute. Ist hier unten einfach so zu. Wir machen hier, wie gesagt, hier kommt eh Bepflanzung und alles hin noch. Das wird noch viel, viel krasser aussehen. Könnte man ja vielleicht sogar ein bisschen einfach so Wasser... Oh, wir lassen hier so Wasser runterlaufen. Oh. Uiuiui, ja, das ist gut, Leute. Das ist cool. Hier lassen wir Wasser runterlaufen. Boah. Hier kommt so ein kleiner Wasserfall hin. Leute, wer hat einen Wasserfall in seinem Haus? Muss mal testen, ob das überhaupt gut aussieht. Okay, ist halt die Frage, wie man das so macht, dass das hier nicht rausläuft. Ich glaube, da brauchen wir mehr Platz. Das geht nicht mit einem Block hier. Egal, können wir ein bisschen Grün einfach hin machen. Machen wir auch einfach ein bisschen Grünzeug hin. Ist auch nicht schlecht. So, dann hier die Treppe hoch. Zack, zack. Oh, hier wird zugemacht. Okay, dann hier noch Fensterscheiben. Zockerboy 07. Hab die Cap-Hängetasche gekauft. Wünsche dir noch einen schönen Stream. Danke dir, Bro. Kuss, Kuss, Kuss. Ehrenmann. Muss auf jeden Fall jetzt nach dem Wochenende erstmal richtig viele Autogrammkarten unterschreiben. Pah. So, was sagt ihr bis jetzt zum Haus? So 1 bis 10 Live-Chat? Wie findet ihr das bis jetzt? 1 bis 10? Oh, was macht Flauschi da? Es wird, Leute. Ist noch, klar, ist noch nicht ganz perfekt, aber es wird. Würde ich nämlich sagen, bis hier. Und dann machen wir, lassen wir hier einfach auch auf. Kommt auch gar keine Scheiben hin. Es wird hier komplett alles offen. So, boah, hat man hier diesen Ausblick? Kann man hier rausgehen? Uiuiui, Leute. Uiuiui. 9,5. Ja, es ist ja auch noch nicht fertig, ne? Also es kann ja, das heißt ja, es kann ja noch eine 10 werden. Es kann ja noch eine 10 werden, Leute. Muss das hier nur noch ein bisschen perfektionieren. Das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Hier,
Das finde ich auch noch nicht so ganz optimal gelöst hier. Aber ich sag mal rein vom Ding her, ich glaube, das wird auf jeden Fall gut werden. Licht macht ja dann auch nochmal viel aus, die Einrichtung. Boah, wir müssen auch mal mit einer, Ding, mit einer... Habe ich eine Schere? Ja, ich habe eine Schere. Wir müssen mal ein bisschen Ding holen gehen. Zack, zack, zack. Machen wir das hier mal kurz weg. Wir gehen mal ordentlich Laub holen. Laubblätter. Und dann machen wir hier richtig schön alles grün. Einmal abzischen. Wann wird es wieder Inselbewerbungen geben? Oh, Shadow, das ist eine sehr gute Frage. Palme fertig. Okay, komm, warte, die Palme ist fertig. Dann schauen wir uns das nochmal schnell an. So eine gute Frage. Wir haben es jetzt nicht geplant, weil wir hatten jetzt erstmal Stopp gemacht, weil es sind schon sehr, sehr viele Leute mittlerweile auf der Insel. Ich meine, wir haben mit 8 YouTubern gestartet. Jetzt sind wir insgesamt, glaube ich, 16. Oh, sieht gut aus. Alter. Oha, Flauschi, das sieht richtig gut aus. Ja, ich kann auch nochmal eine machen. Wie viele haben wir jetzt hier? 3 oder 4. Zumindest 2 davon? Ja. Ja, da vorne, das sind so zusammen. Ah. Willst du vielleicht nochmal eine hier hin machen? Hier so hinterm Haus? Dann ist das so komplett, ja, mit Palmen. Ich kann nochmal ein bisschen eine größere machen. Ja, ach Quatsch, brauchst du gar nicht. So wie die sind. Ist eigentlich cool. Okay. Stark, stark, stark. Okay, ich muss kurz weg. Ja. Oh, strong, Leute, Alter. Hier unser Ferienhaus ist komplett mit Palmen umzogen. Okay. Ja, boah, ja, Leute, wir müssen uns hier diese Dschungel, die Dschungelblätter, die sind richtig schön tropisch grün, die müssen wir uns holen. Fragt Einheit Denise, wie alt bist du? Warum willst du das wissen? Das ist echt eine gute Frage. Warum willst du wissen, wie alt die Denise ist? Kann das Fantreffen in Berlin sein? Bro, ich habe doch vorhin gesagt, dass gar kein Fantreffen aktuell geplant ist. Also kann ich jetzt noch nicht sagen, ob es in Berlin ist, wenn gar keins geplant ist. Kann ich nicht sagen, Bro. Oh nein, hä? Die Schaufel ist schon gleich, die Schere ist schon gleich kaputt. Nein, ey. Tropen, Eichenlaub? Ach nein. Ich habe hier voll viel Eichenlaub, gar nicht Tropenlaub geholt. Oh, Leute, ich bin auch doof, ey. Brauche ich wieder eine neue Schere. Krieg hier einen zu viel. Wenn, aber ich will schon Tropenlaub viel verwenden, damit das richtig leuchtend grün ist. Ah, sie verwendet ja auch, glaube ich, gerade Tropenlaub. Kann das sein? Ja. Alter. Aber das ist, sieht hier vorne, bei den anderen Palmen habe ich das auch benutzt. Ja. Aber das sieht ein bisschen anders aus, weil das noch Savannenbiom ist. Ach so, okay. Ja, dann, weiß nicht, ob das dann doof ist, wenn die hier grüner ist als die anderen. Ja. Mal testen. Ich baue die fertig, sonst können wir ja, die wieder abreißen. Ja, genau, guckst du mal. Ich muss mir erstmal hier kurz zu einer Enderkiste gehen, ein bisschen Metall rausholen. Zack, zack, und eine neue Schere machen. Ah, Flauschi baut hier auch mit dem Tropenlaub. Zack, zack. Tropenlaub. Aber ey, das könnte echt ein Problem sein. Weil wenn wir da noch im Savannenbiom sind, dann wird das ja wahrscheinlich bei mir auch so, so aussehen im Haus. Oh. Warte mal, das könnte ein Problem sein. Dann wird das hier gar nicht so leuchtend, strahlend grün, wie wir uns das vorstellen. Ja. Ah, schwierig. Okay, okay. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Also ich würde sagen, ja, wir machen das, wir holen es ja trotzdem, aber es wird halt, egal was wir hier halt hinsetzen, das wird halt so aussehen. Ein richtig leuchtendes Grün kriegen wir hier leider nicht hin. Schade, ey, schade. Na egal. Ist halt so. Ist halt so, Leute. Was sollen wir machen? Ein Diamant. Aber grün muss es so oder so trotzdem werden. Und wir fliegen nochmal los.
gib unten Wasser. Ist, wenn man Wasser hinmacht, ist es dann grün? Das wäre interessant zu wissen. So, jetzt fliege ich hier aber richtig mal in den Dschungel rein, damit wir wirklich das reine Tropenlaub bekommen. Tropenlaub bauen. Also ich nehme schon mal echt relativ viel davon jetzt mit. Ach, hier unten farmt man immer dieses Eichenlaub ab. Das heißt, das Tropending kriegt man nur oben an der Spitze. Ey, gut zu wissen. Hallo, flieg! Warum fliegt der nicht? Jetzt. Hey, Mann. Hallo. Oh, ey, ich kriege hier gleich wirklich einen zu viel. Okay, wir haben jetzt fast 2 Stacks. Ich glaube, das sollte fürs Erste reichen. Und wieder zurück. Wann reparierst du deinen OP-Bogen wieder? Oh, stimmt. Also gut, ich muss sagen, der Bogen ist gerade halt echt nicht viel im Einsatz, weil es gibt halt gerade nicht wirklich Krieg hier. Was ja auch gut ist auf der YouTube-Insel. Aber deswegen brauche ich da auch nicht viel den Bogen dafür. Boah, wisst ihr noch damals diese Zeiten mit Netherite Guards und mit SU und ey, boah, das war ja der Todesbeef immer. Wir haben uns ja wirklich immer bis zum geht nicht mehr gefightet. Das war krass. Ah, schau mal, hier wird das schon wieder ein bisschen mehr grüner als hier. Lol. Crazy. Sehr, sehr crazy. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ja hier. Hier wollte ich ja auch so grüne Pflanzung reinhauen. Boah, das könnten wir ja mit diesen Sachen aus dem Shop machen. Diese Mauer, so eine Mauer hier machen. Wäre natürlich auch wild. Schnappen wir uns mal ein bisschen Beton. Flauschi, so fertig. Okay, wir gucken nochmal die neue Palme an. Ja, sieht trotzdem gut aus, auf jeden Fall. Moin! Hallo, so. Ja, sieht auch gut aus, auf jeden Fall, sieht auch gut aus. Sieht natürlich besser aus, wir können mal gucken, aber ich glaube, da können wir leider nichts dran ändern. Ja, ja. Ich habe dasselbe Problem bei mir im Haus, weil ich wollte auch richtig viel so mit Grün machen und so, aber es wird halt eher braun dann. Ja. Ja, aber gut. Darfst du nur an die Wand hier, an die hintere machen, damit es grün. Ah, okay, warte, ich teste mal. Ich wollte hier tatsächlich nämlich eh so ein bisschen Grünbepflanzung machen. Da müsste es grün werden. Ah ja, tatsächlich. Ja, das ist gut. Ja, das sieht sehr gut aus. Also Max, ich muss dann los. Schreib mir, wenn irgendwas ja, ist. Ja, alles klar. Danke, Flauschi. Tschüss. Tschüss. So, zack. Dann haben wir hier nämlich noch so ein kleines Hochbeet. Hochbeet, nicht Hochbett. Jessicat, 5 Euro. Ich habe letzte Woche eine Fanpage für dich erstellt. Paulbergerin Jessie heißt die. Ach, auf Instagram oder was? Da muss ich mal reinschauen. Aber habe ich dir da nicht auch schon auf die Story geantwortet? Ich habe gesehen, du hast nämlich auch mein Merch geholt. Ich glaube, ich habe dir doch darauf schon geantwortet, oder, Jessie? Jessie auf jeden Fall ja auch Ehrensupporterin. Auch immer am Start. So. Oh, wow, 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 wow. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. Man muss manchmal einfach ein bisschen Grünbepflanzung machen. Ja, sehr gut. So, hier unten wollte ich das ja im Prinzip auch so haben. Bam, bam, bam. Hier wird es jetzt halt schon wieder braun. Das ist halt echt das Problem. Obwohl, nee, das sieht hier nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Das ist das Problem hier, Leute.
jeden Fall sehr, sehr viel Grün brauchen wir im Haus. Das soll ja unsere Urlaubsbude werden. Ansonsten können wir natürlich überall hier so Blumenkübel aufstellen. Hier müssen wir auch mal schauen. Also entweder wir machen das hier wirklich aus so eine Laubwand hier. Oder vielleicht sogar aus diesem Mauernblock. Weil ich glaube, dieser Buschmauernblock, den es da im Ikea gibt, hat, glaube ich, sogar den Vorteil, dass der gar nicht so die Farbe wechselt. Wir müssen mal kurz zu Ikea fliegen, Leute. Müssen wir uns mal anschauen. Zack, 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 zack. So, einmal zu Ikea rüber. Und ich würde sagen, wir hören nochmal Musik. Grenzenlos. Blackjack? Ist Blackjack da? Hey, Kramix, was mit der YouTuber-Insel passiert? Ja, ich sag's mal so. Paulberger Hills, mein Haus wird da nur noch angegriffen. Deswegen will ich mir hier ein bisschen was Entspanntes bauen. Fexu, Nexu. Hey, Max, kauf mir jetzt Mitglied bei dir. Beste. Ey, Digga, Fexu, Nexu, Ehrenmann. Ich bin der Präsident der Minecraft-Insel. Wenn du meinst, mich zu haten, kannst du gleich verschwinden. Dann gibt es Inselverbot. Bin der King auf dem Thron. Leute, warum? Warum seid ihr eigentlich so eine geisteskranke Ehren-Community? Das ist zu krass. Das ist zu krass. Das klingt immer dumm, wenn man das so sagt, aber ich hab euch wirklich so lieb. Ihr seid immer alle so nett und korrekt. Oder auch so bei Abonnententreffen, die wir schon gemacht haben, da ist so, jeder ist nett und korrekt. Ich bin richtig stolz drauf, was ich mir über das letzte Jahrzehnt mit euch für Zuschauer aufgebaut habe. Ich meine, 10 Jahre, das ist jetzt mein 10. Jahr YouTube. Checkt ihr das? Ich bin richtig alt geworden. Ich habe mit 15 gestartet, jetzt bin ich 25. Aber ich find's nice, was wir uns aufgebaut haben. Und ich bin absolut stolz drauf. Also ehrlich, deswegen Kuss, Kuss, Kuss. Also Nexo, Nexo, absolut Liebe. Nur Liebe hier in der Community. Kuss, danke dir. So, wo sind hier die... Chillen auf dein traumhafter Willen. Sieht es aus wie ein Film. Ich steh auf, wann ich will. Ich geh raus, wann ich will. Mein Traum, wie ich will. Ich bin ein Crymax. Und Candy kommt vorbei. Das brauchen wir. Was kostet das denn aber hier? Ich glaube, eins der kostet 3 Dias, kann das sein? Weil hier immer so 3er-Dinger drin liegen. Hecke, 1-Stack-Dias. Ah, 1-Stack, nur 3 Dias. Ah ja. Minecraft, Candy, Cry. Ist hier eine Enderkiste? Wenn nicht, komme ich die später nochmal bezahlen. Ich lege schon mal 1-Stack rein. So, Candy, Minecraft. Base attackiert. Bin schon seit 10 Jahren dabei. Boah, das, also ja, 4K, das ist, weiß ich nicht. Dankeschön, Denise. Kuss. Seit 10 Jahren? Weiß ich nicht. Ja, aber Fabian, das ist ja... Also Fabian, sehr, sehr korrekt. Und was er hier schreibt. Ja, wir supporten dich immer. Du machst jeden Tag Videos für uns und dann kriegst du das Doppelte von uns zurück. Ey, ich muss euch das Doppelte zurückgeben. Aber ich muss auch sagen, ihr motiviert mich halt auch wirklich jeden Tag. Das soll jetzt wirklich nicht diese auf sentimentale Rumgequatsche sein und so, aber ich bin wirklich jeden Tag, denke ich mir so, ey, die Leute so, die sind am Start. So, ich könnte niemals, außer wenn ich jetzt irgendwie krankheitsbedingt im Krankenhaus liegen würde oder sowas, ich würde niemals einfach so für euch nicht am Start sein. Ihr kennt mich. Immer, jeden Tag. Weil ich einfach, ich bin euch das schuldig einfach so. Ich bin euch das schuldig so, dafür, dass ihr am Start seid, einfach immer die bestmöglichste Unterhaltung für euch zu liefern. So, also das ist, ich weiß das echt krass zu schätzen. Boah. Leute, uiuiui. Guck mal, aber eigentlich auch irgendwie krass mit diesem Farbverlauf. Das ist eigentlich irgendwie schon wieder, das ist irgendwie schon wieder cool, weil das so einen Farbverlauf hat. Dö, 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 dö. Ja, Blackjack. Blackjack Re-Rap seit 7 Jahren am Start, das stimmt. Boah, das sieht eigentlich cool aus. Ich hab's geschafft, Mann, ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini Huracan. Findet ihr, das ist so zu hoch? Das eine Auto englisch, das andere italienisch. Die Uhren aus der Schweiz, ich glaub, kultureller geht's nicht, nein. Doch ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, ohne mein Fleiß. Ey. Darum
gibt es täglich Dinner von einem Sternekoch. 50.000 im Finger durch den Werbespot. Du musst nicht nur. Ja, ich glaube, fast so reicht das. Ich glaube, wenn das so ganz zugemacht ist, sieht das irgendwie so ein bisschen militärmäßig aus. Ich hab gelernt, ich muss in schweren Tagen stark bleiben. Manchmal wird es eng, so wie auf Draht sein. Jetzt gehe ich zu Mama und sag, du musst nicht mehr arbeiten. Denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Was mit dem PMC-Server los? Wie, was soll damit los sein? Läuft doch alles, oder nicht? Kämpft das an jedem Tag. Genau, gib nicht auf, weil du nur dieses Leben hast. Hallo, ey! Wenn man lebt, was man rappt, in diesem Traum hab ich Blut, Schweiß und Tränen gesteckt. Also gib niemals auf, du schaffst es auch, mein Freund. Denn man hört auf zu leben, hört man auf zu träumen. Es ist egal, wie oft du fällst. Boah, das sieht cool aus. Sieht richtig cool aus. Auch Mut will, dass du auf dich vertraust. So oft wird mir gesagt, Max, der Weg wird zu steil. Dafür gehe ich in Rente mit 30. Du weißt, du lebst nur einmal. Sag mir, wann du es checkst. Spring vom Bett in den Lambo und vom Lambo in. Boah, Leute, also langsam. Die Villa entwickelt sich. Ey! Was willst du in meinem Haus, Junge? Zu Mama und sag, du musst nicht mehr arbeiten. Denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Hast du eigentlich schon das Bild von der GTA 6 mehr? Wie? Aber ist das echt das Bild von GTA 6 oder ist das so ein Fake-Bild wieder? Kann man dein Getränk in Tirol kaufen? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, Bro. Jeremy OG. Kuss. Dö. So Möglichkeiten, Krem. Ey, ich hoffe, ich nerv euch nicht mit der Musik, aber ich mag die Lieder so. Craft, Candy, Primax. Ja, wir müssen echt mal gucken, weil wir sind ja Flauschi eigentlich wirklich schuldig hier mit pinkem Beton was zu machen. Ich bin der Präsident der Minecraft-Inseln. Wenn du meinst, mich zu haten, kannst du gleich verschwinden. Dann gibt es. So, hier wird dann die Treppe runtergehen. Wind macht das schon. Fly. Flieg nach Norden Richtung Paulberger Berge und lebe meinen Traum, bis ich sterbe. Ich bin Diamond. Minecraft-Song, jetzt überall streamen, ihr wisst Bescheid. Kommt vorbei und kommt direkt. Hab ich keinen weißen Beton mehr? Ah, dachte schon, ich habe keinen weißen Beton mehr. Stein für Stein bauen wir uns auf. Minecraft. Dank meiner Wiederwahl. Als Präsident werde ich die Wände schaffen. Ich werde paar Wände schaffen, die Grenzen machen. Keine Ängste haben, mit meiner Gang im Nacken. Bin ich ein Krieger und ich kämpfe mit Waffen. King Enderdrachen. Yeah. Und in den Paulberger Hills bin ich laufend am Chillen. Und dank traumhafter Wellen sieht es aus wie im Film. Ich steh auf, wann ich will. Ich geh raus, wann ich will. Leb mein Traum, wie ich will. Ich bin ein Crimex. Lass Abonnententreffen der Schweiz machen. Ja, eigentlich Schweiz habe ich, also Schweiz, Österreich habe ich noch nie ein Abonnententreffen gemacht. Wäre eigentlich, müsste man mal machen. Ich bin eh übelst kranker Schweiz-Fan. Also ich gehe so gerne in die Schweiz. Echt so schön da. Crimex. Ich war schon zweimal in Luzern Urlaub machen. Also ich bin wirklich krasser Schweiz-Fan. Ist so schön da. Ach, und damals, ich war schon auch viermal Skifahren, war ich auch in der Schweiz. Also Schweiz ist schon wild. Schweiz wild. Boah, Leute, guckt euch mal an, wie cool das aussieht. Jetzt habe ich das nämlich da so ein bisschen eingebaut. Boah, Leute. Es wird. Die Strandvilla wird. So eingezäunt hier ein bisschen. Leben gemeinsam unseren Traum. Und hier vorne lassen wir natürlich. Gut, müssen wir mal gucken, wie wir das auflassen. Vielleicht auch ein bisschen zu. Vielleicht auch ein bisschen teilweise hier zu und teilweise auflassen. Ihr wollt den. Oh Gott. Ihr wollt den 100.000er Song von Candy haben. Können wir auch einmal laufen lassen. Warte. Wo ist der? 100.000? Hier. Leute, auch gutes Lied. 100.000.
Dankeschön. Es ist unglaublich, wir sind 100.000, das sind 24-7 Minecraft ganz ohne Pause, vom Azubi-Job bei Stani Performance zu einer YouTuber-Insel. Gut, hier an der Seite ist eigentlich ein bisschen, hier muss man nicht viel hinmachen. Hier haben wir überlegt, einen Pool hinzumachen. Müssen wir auch, das müssen wir jetzt schon mal direkt hier einplanen. Oh, lol, Candy grüßt mich ja sogar in dem Song, das höre ich jetzt erst. Lost. Daily Upload, jeden Tag wie die Tagesschau. 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hoffentlich gibt es nur eines Tages Gold, nur dann Gold. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Unter einem Jahr 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Ein Dank an jeden. Ist ein gutes Lied. Aufgewacht, nur mit Stani und Max haben wir alles aufgebaut. Tag für Tag, Nacht für Nacht blieb ich wach. Und unsere Männer waren stark, doch dann kam Krieg auf meine Insel und die Netherite Guards. Wir haben die Insel geteilt, um endlich Frieden zu schaffen. Doch weil das alles nicht klappte, muss ich sie wieder verlassen. Machte mich ziellos auf den Weg, es war nur Candy und sein Boot. Auf der Suche nach einem Ziel und einem Ort, an dem ich wohne. Da dieses Land in Sicht, es waren die Paulberger Berge. Ein schöner Ort. Ey, ist eigentlich voll cool, weil er so wirklich komplett drüber erzählt. Planet, 10 Schweizer Franken. Hi Max, bin ein großer Fan. Feier jeden Tag deine Videos, bist der Beste. Ich muss jetzt noch arbeiten, wünsche dir aber einen tollen Stream. Planet, Dankeschön für 10 Schweizer Franken. Kuss, 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 Linox. Hi, liebe deine Videos, 2 Euro, Dankeschön. Dennis, ein Subgift, danke. Ey Leute, ihr seid zu wild. Das Lied ist voll gut, ey. Ich muss sagen, also ich mag wirklich die Lieder von Candy. Er macht wirklich gute Lieder. Finde ich cool. Okay, wir machen den Pool direkt hier vorne am Wasser. Das kommt, glaube ich, sehr, sehr cool. Mal gucken, bis wohin wir den Pool bauen. Boah, Leute, ich will das Lied nochmal hören. Das ist echt gut. 100.000. Dankeschön. Es ist unglaublich. Wir sind 100.000. Das sind 24-7 Minecraft ganz ohne Pausen vom Azubi. Ist die Frage, wie groß ich den Pool machen will. YouTuber-Insel. Sie ist mein neues Zuhause, ich bin Candy. Mit dem Regenbogenhut, mit jedem anderen cool. Nur auf YouTube geht's mir gut. Ich bin dankbar für alles, ein Danke an jeden. Community forever, ihr seid Teil von meinem Leben. Jetzt wird weiter richtig Welle gemacht. Danke an Stani und Max, nur dank euch hab ich es so reingebracht. Auf die nächsten 100k und das unter einem Jahr. Mach ich weiter jeden Tag, denn nur daran hab ich Spaß. Daily Upload, jeden Tag wie die Tagesschau. 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. So würde ich den bauen. Meine Mucke eines Tages Gold, nur dank Gold. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Unter einem Jahr 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Ja, ich glaube, so ist gut. Ein Dank an jeden Community forever. Ich bin Andy, mit dem Regenbogen auf einer Insel aufgewacht. Nur mit Stani und Max haben wir alles aufgebaut. Tag für Tag, Nacht für Nacht blieb ich wach. Und unsere Männer waren stark, doch dann kam Krieg auf meine Insel und die Netherite Guards. Wir haben die Insel geteilt, um endlich Frieden zu schaffen. Doch weil das alles nicht klappte, muss ich sie wieder verlassen. Machte mich ziellos auf den Weg, es war nur Candy und sein Boot. Auf der Suche nach einem Ziel und einem Ort, an dem ich wohne. Da dieses Land in Sicht, es waren die Paulberger Berge. Ein wunderschöner Ort, Paulberger Berge. Ein Zoo, eine Mauer, ein Rathaus, eine Yacht, einen Präsident gewählt und endlich Frieden in der Stadt. Und genau so, begann meine Geschichte mit einem Traum, einer Vision. Na, gucken. Mit dem Glauben an die Clique, jetzt sind 100.000. Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt. Auf jeden Fall, hier würde ich Pool machen. Und das alles ist unglaublich. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Ey, Leute, was? Ihr macht hier gerade einen Like-Hype einfach? Ey, ihr seid echt die krassesten. Ihr macht gerade einfach so einen Like-Hype. Kuss, Kuss, Leute. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Leute. Geiler Stream schon wieder. Schöner Osterstream hier. Oh. Sie sind wieder da, übernehmen die Insel. Netherite, Netherite. Bist du hier nicht brav, werden sie dich finden. Netherite, Netherite. Wir brauchen Quarz für den Pool. Team vor sehr langer Zeit. Die Netherite Guards sind jetzt wieder vereint. Irvai, VD und Amir mit dem Team. Stani, iCrimex, die Gegner, sie fliehen. Gemeinsam gehen sie Verbrecher jagen mit Netherwaffen. Boah, Leute, dieses... Boah. Heftiges Haus, sehr, sehr heftiges Haus.
mir. Netherite, Netherite, Netherite. Netherite, Netherite, Netherite. Paul Berger Hills ist auch schön. Ist auch schon krass, wie sich die Stadt entwickelt hat. Also wir werden auf jeden Fall nicht hier komplett weggehen. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir bauen uns nur ein zusätzliches Ferienhaus. Anja, was geht? Ist ja auch geil hier. So voll auf modern hier. Swiss Umzug Reinigung, Hammer GmbH. Alter. Kuss, Gruß geht raus. Danke, Saro. Saro, du Paul Berger. Oh, wir hätten das Flower. Das hätten wir eigentlich als Hecke nehmen müssen. Hab hier echt noch viel Deko-Zeug. Darf ich Moderator? Ja, ich glaube, Hamza, ich gebe dir mal eine Chance. Du bist jetzt ja auch schon die ganze Zeit da hier. Ich werde dir mal eine Chance geben, ja? Ich werde dich mal auf Probe als Moderator einstellen. Planet, streamst du wieder öfters? Ich habe überlegt, Mitgliedschaft zu kaufen. Planet, ich kann es dir leider wirklich nicht sagen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich stream wirklich sehr, sehr gerne hier mit euch. Nur es gibt einfach manchmal Zeiten, da schaffe ich es leider zeitlich nicht. Und also deswegen, ich kann es dir nicht versprechen. In nächster Zeit ist nicht so viel geplant, deswegen denke ich ja. Aber ich kann es dir nicht versprechen. Okay, warte. Hamza, wo bist du denn? Du wirst auf Probe als Moderator eingestellt. Hä? Warte mal. Kann Nutzer blockieren, Nutzerkanal ausblenden, entfernen, angepinnt zum Kanal. Als leitender Moderator ins. Aber. Ich will ja nicht direkt hier die leitende Moderatorrolle geben. Das, ah, nee, warte, hier als Standardmoderator. So, als Standardmoderator, hier ist es. So, also Leute, begrüßt als Neuen im Team Hamza, der neue Moderator, auf Probe. Sei aktiv am Start. Dann kannst du noch aufsteigen, als leitender Moderator auch. Mach Klauston unter den Boden. Leuchtet es heraus. Unter welchem Boden? Im Pool oder was? Verbreiten Angst und Schrecken. Ey, Candy ist da. Nice. Netherite Gods. Netherite Gods. Das war auch wirklich ein stabiles Lied. Sehr, sehr stabiles Lied. Leute, ja, es gibt einen Ort, genau. 12 YouTuber, 12, alle mit Mauern getrennt. Und einer von ihnen ist der Beste. Und das bin ich. Ein neues Mal. Naja, weiß nicht, ob Candy der Beste war. Rollt den roten Teppich aus. Der Präsident ist da. Ach. Der Präsident ist da. Ach, Candy. King ja? Candy, ich darf ja wohl bitten. Kriegst du jetzt wieder Höhenflüge oder was? Ich bin King Candy, ich wurde gestern zum Präsidenten gewählt. Okay, und warum nennst du dich dann King Candy, wenn du Präsident bist? Ja, weil ich der King auf der YouTuber-Insel bin. Aha. So, und wir machen jetzt den Pink-Check. Wo ist denn 20% Pink-Anteil hier bei deinem Haus? Ja, das kommt sichtbarer doch noch. Das kommt ne? doch noch. Aber die Bauvorschrift sagt sichtbar 20%. Nee, das ist nicht unter Boden. Das wird gar nicht gesagt. Komm mit, wir gucken vorne an der Tafel, steht da. Kannst du, sag ich ehrlich, kannst du nachgucken, ne? Verdammt, Leute, die haben unsere Taktik entlarvt. Also so geht's ja nicht. Verdammt nochmal. Schummelei. So. Mindestens 20% pinken Beton sichtbar für alle Platzierer. Ja, das ist sichtbar, das hast du doch gerade eben hier hinzugefügt. Das war da davor noch nicht gestanden. Flauschi hat das hinzugefügt, weil du hier dribbeln willst. Alter, ihr Ehren. Ja, gut, gut, gut. Sichtbar 20%. Und ach so, weißt du eigentlich, wo mein Grundstück ist? Ja, aber warte mal. Als ich mein Grundstück erworben habe, waren die Regeln noch nicht so.
Das kannst du nicht beweisen. Doch, natürlich. Verdammt, verdammt, er kann es beweisen, verdammt, ey. Ja. Nein, das Grundstück habe ich erworben zu anderen Bauvorschriften. Wir können das ja auch vor Gericht ausdiskutieren. Nein, nicht vor Gericht, Sir, nicht vor Gericht. Alles gut, ich werde mit Flausch hier eine Einigung finden. Ja. Bis dahin ist das erstmal außer Kraft, aber ich werde wiederkommen. Dann zeig mir mal dein Grundstück. Achso, ja, mein Grundstück ist genau über deinem, aber ich finde das nicht so gut, muss ich sagen. Bro, mein Grundstück ist krass. Vielleicht werde ich das auch mit Sand auffüllen, dann habe ich auch ein Sandgrundstück. Nein, das darf nicht. Mann, ja, aber hier. Bro, die Hälfte von meinem Dirt hier ist so ein Ekeldirt. Was ja, ist das bei mir aber auch. Das wird halt so savannenmäßig, ne? Mann, boah, ich sag dir aber ehrlich, Kenny, du hast Glück, weil du schaust auf meine Strandvilla. Ich habe jetzt hier gerade aber eine Nachricht bekommen, du hast heute Morgen bezahlt, da war es schon geändert. Du hast erst bezahlt, nachdem es geändert wurde. Das stimmt gar nicht. Du hast das gerade eben geändert. Wann hast du bezahlt? Nein, ich hab's nicht geändert. Wirklich nicht. Ich hab's nicht geändert. Ich hab bezahlt direkt als erstes. Da war es noch nicht geändert. Das muss Flauschi dann mit dir erklären. Das müssen wir ausdiskutieren noch. Ich sag mal so, die ist schon eine sehr harte Bürgermeisterin. Also gegen die kommt man kaum an. Ja, das glaube ich. Da muss ich auf jeden Fall gut verhandeln. Also hier wäre mein Grundstück, aber ich bin echt ratlos, was ich hier bauen soll. Ein Haus. Alter, die Brücke, hast du die so gebaut? Nee, die war schon, als ich heute da war. Junge. Die sieht echt gut aus. Das Ding ist, Flauschi baut das alles alleine, checkst du das? Flauschi ist echt eine Hustlerin, die baut krass. Ja. Das muss man ihr echt lassen, die baut sehr, sehr krass. Ja. Aber guck mal, ich zeig dir mal mein Haus. Jetzt bin ich gespannt. Also ist natürlich nur ein Rohbau. Pink bauen eigentlich? Oh, ich sag dir ehrlich, ich wollte eigentlich den Keller pink bauen. Ja. Wenn das mit dem sichtbar getribbelt wird. Ansonsten habe ich noch als Plan B, dass ich einfach das Dach pink mache, aber den äußersten Rand weiß, dass man es nur sieht, wenn man drüber fliegt. Ja, ey, du bist ja nur am Dribbeln. Digga, ich Mann, bin ey. Mehr Trippler als Cristiano Ronaldo, Junge. So ein Ding ist das. Boah, zu. Ja, okay. Also hier entsteht gerade der Pool. Ich zeig dir erstmal alles entspannt so. Also das hier, der Außenbereich, die Terrasse. Aber warum ist das hier so komisch? Kommt das weg hier noch? Ja, da bin ich gerade noch ein bisschen am Überlegen. Entweder ich ziehe die Mauer hier weiter im Poolbereich oder ich lasse es unten, sodass man... Das geht dann offen. Ja, da bin ich gerade noch am Überlegen, was cool ist. So. Mhm. Aber warte Sprungbrett, ganz kurz. Ich würde dir gerne einen Sprung... Ich besorge dir gleich ein Willkommensgeschenk. Ich verrate dir aber noch nicht was. Ein Sprungbrett. Hä? Ey, Max, wirklich, du kennst mich so gut mittlerweile. Aber stimmt, hier oben ist eigentlich perfekt für Sprungbrett dann da rein. Ja, also hier bin ich noch ein bisschen am Schauen. Aber magst du dieses dunkle Holz? Ich finde das ein bisschen dunkel. Prinzipiell nicht, aber ich wollte das hier, das soll ja so ein Ferienhaus hier werden, weißt du? Mhm. Das soll ja auch hier alles mit schön Holz und Grün, das soll gar nicht so auf todesmodern sein, sondern wirklich so eine entspannte Ferienhütte soll das werden. Verstehe. Weißt du, das wird natürlich noch Beleuchtung. Das sieht schon gut aus. Das sieht wieder, muss ich leider ehrlich sagen, wie Dr. Banks sein Haus aus. Wie Dr. Banks Ferienvilla, ne? Ja. Ja, das dachte ich mir schon. Hat das komplett auch die Lage direkt am Wasser mit eigenem Pool am Strand und so. Ja, das ist hier wirklich wieder... Ähnlich. Ja, ich habe mich daran tatsächlich auch an Banks seinem Ferienhaus inspiriert. Also ich stelle mir das vor, man steht hier morgens auf, ne, so eine kühle Brise, haut einen ins Gesicht, dann so eine schöne Paulberger Limo. Genau. Mit dem erstmal hier eine Paulberger Limo trinken. Ja, das ist Lebensgefühl. Das ist Lebensgefühl, das hast du schon verstanden. Ja, ich werde auf jeden Fall hier auch wieder eine Einweihungsparty machen. Hier werden richtig fette Pool-Strandpartys stattfinden. Ich bin gespannt, Max. Ja. Ich habe da direkt eine Idee. Warte, ich schreibe sie dir. Ich habe da direkt eine gute Idee zu deiner Einweihung. Wann wäre die Party? Boah, ich weiß nicht, wann das Haus 100%. Ich versuche es heute fertig zu kriegen, weiß aber nicht, ob es klappt. Okay. Oh, Snoopy ist auch da. Snoopy, der Paulberger. Was schreibst du denn jetzt? Ich hab dir was geschrieben. Nee, also alles easy. So. Mhm. Okay, das wird cool. Das wird echt cool. Ja, Max, also ich werde jetzt mal was essen gehen und so, die Stars. Das ist echt eine gute Idee. Ich hab dich im Blick. Ich sag mal so, also pink sehe ich jetzt noch nicht. Ich werde das auch mit Flauschi noch klären, ja? Ja, dann macht mal. Aber jetzt runter von meinem Anwesen. Hast du meine Kiste denn bekommen schon? Ah ja, das war nett von dir, danke. Ja, genau. Trotzdem runter von meinem Strand jetzt. Ja, ich bin der
Alter, ich hol Secret Service, Junge. Okay, verdammt, Leute. Candy hat unser System getribbelt, was wir machen wollten. Egal, wir bauen jetzt erstmal den Pool hier weiter. Aber eigentlich sollen wir den Pool echt so ins mit dem Meer verbunden machen? Ich weiß nicht, Leute. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Bin mir hier tatsächlich ein bisschen unsicher. Könnte ja an sich auch krass sein. Also entweder man geht natürlich hin. Ihr schreibt es mal in die Kommentare. Sollen wir das so halb Pool, halb Meer machen? Weiß aber nicht, ob das cool ist. Oder so den Pool, dass man hier so drin chillt und aufs Meer schaut. 24/7 Minecraft ganz ohne Pausenformat zu wie Job bei Stani Performance zu einer YouTuber Insel. Sie ist mein neues Zuhause, ich bin Candy mit dem Regenbogenhut. Mit jedem anderen cool, nur auf YouTube geht's mir gut. Ich bin dankbar für alles, ein Danke an jeden. Was meint ihr? Mach Stufen? Nein, nur Pool. Hier Stufen hier vorne. Ist ein Argument. Ja, mach ich weiter jeden Tag, denn nur daran hab ich Spaß. Daily Upload, jeden Tag wie die Tagesschau. 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, Stufen besser. Hast recht, ja, wir machen hier Stufen. Wobei, hier außen. Susanne, Ehrenmann, Elian, Dankeschön. Kuss, Kuss, Kuss. Aufgewacht, nur mit Stani und Max haben wir alles aufgebaut. Tag für Tag, Nacht für Nacht blieb ich wach. Und unsere Männer waren stark, doch dann kam Krieg auf meine Insel und die Netherite. Boah, Leute, das war auch ein dicker Pool. Ich sie wieder verlassen, machte mich ziellos auf den Weg. Es war nur Candy und sein Boot auf der Suche nach dem Ziel und einem Ort, an dem ich wohne. Da dieses Land in Sicht, es waren die Paulberger Berge, ein wunderschöner Ort, aus dem könnte etwas werden. Baut mein Zoo, eine Mauer, ein Rathaus, eine Yacht, einen Präsident gewählt und endlich Frieden in der Stadt. Und genau so begann meine Geschichte mit einem Traum, einer Vision und dem Glauben an die Clique. Jetzt so, ich muss mal kurz Cap abziehen, Freunde. Und das alles. Weil mir wird hier langsam warm. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. 100k. Unter einem Jahr 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Ich weiß noch damals, als ich meine 100.000 Abonnenten geknackt habe. Das waren Zeiten, Leute. Das waren Zeiten, die 100.000. Kennt ihr noch? Du hast mir 24. Warte, kennt ihr noch dieses eine Bild von mir? Ich zeige euch das mal kurz. Die OGs, nur OGs kennen dieses Bild. Mit dem 100.000 Play-Button. Da war ich aber auch stolz wie Oscar, Leute. Kennt ihr das noch? Da, die 100.000 Abonnenten. Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Das war noch bei meinen Eltern, habe ich noch zu Hause gewohnt. Guck mal, wie ich da aussehe. War ich in der Oberstufe? Wann war das? Am 13. Juli 2015. 13. Juli 2015 habe ich die 100.000 geknackt. Das ist sogar noch der alte 100.000 Play-Button. Boah, Leute, der Pool. Wild, wild. Ich habe auch noch eine richtig coole Idee, glaube ich, was ich hier machen könnte. Ich werde euch das gleich mal zeigen. Wir brauchen hier aber noch eine Treppe tatsächlich. So. Das ist auch echt ein großer. Also der Pool ist größer als bei unserer Villa in Paulberger Hills. Mir das an. Warum tust du mir das an? Ey, nein. Jetzt fehlt mir hier ein bisschen Quarz für eine. Das darf doch nicht wahr sein. Es fehlt mir ja eine Quarztreppe. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Habe ich noch dunkles? Ja, perfekt, dunkles Holz. Und zwar habe ich mir überlegt, was cool kommen könnte. Weil wir wollten ja hier vorne so eine Bootsanlegestelle machen. 1, 2, 3. War jetzt einfach mal so. Ach,
Jetzt nur mal so als Idee, wenn man hier so eine Bootsanlegestelle machen würde. Weiß nicht, Leute, was meint ihr? Finde ich eigentlich cool, so als Bootsanlegestelle, hier so wie so ein Steg. Was meint ihr dazu? Dann könnte man ja hier so ein kleines Beiboot hinstellen und damit dann immer auf seine Yacht rüber flexen. Eins, zwei, drei, vier. Eigentlich cool, oder? Eigentlich cool. Ich muss euch eine Story erzählen, damit sie alle verstehen von vorn. Egal ob Stani, Crimex oder Russik, ja, wir kannten uns nicht, oh nein. Wir kamen alle. Eins, zwei, drei. So. Was meint ihr, Live-Chat? Findet ihr das cool? Planet, 5 Schweizer Franken. Max, du bist wirklich ein Vorbild für mich. Mach weiter so. Kommt heute dann noch ein Video oder erst morgen? Hoffe, du hattest schöne Ostern. Danke. Danke dir, Bro. Oh mein Gott, das sieht krass aus mit dem Steg. LOL. Leute. Hä? Das sieht ja voll nice aus hier. Diese Luxusvilla mit so einem Steg hier. Ich find's wild. Danke für die 5 Euro, 5 Schweizer Franken, Bro. Heute wird kein Video mehr kommen, ne. Dafür heute Stream, morgen dann wieder Video. Aber auf Paul Berger und King Crimex kommt noch Video. Oh Leute, das mit dem Steg hier sieht voll nice aus. Boah, da habe ich wieder einen rausgehauen. Da habe ich hier wieder richtig einen rausgehauen. Und dann können wir da so Laternen drauf machen. So, ne? Boah, das wird hier so eine Ferienbude. Strong, sehr, sehr strong. Halt nur die Frage, ist das jetzt doof, weil es hier mit dem Ausgang nicht direkt mittig ist? Wir hätten das... Oh, ich bin doof, Leute. Wir hätten das direkt zum mittig bauen sollen. Mach beim Terrasseneingang Glas eine Reihe und dann eine... Was? Dann eine Reihe nach außen, dann sieht es aus wie eine Glastür. Hab deinen Song auf Dauerschleife. Kuss. Wie meinst du, mach beim Terrasseneingang Glas eine Reihe und dann eine Reihe nach außen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, Bro. Verstehe ich leider nicht ganz. Wir müssen das hier mittig... Ey, ich bin doof. Also ist cool so, aber wir müssen das mittig machen. Warum mache ich das denn nicht direkt so? Boah, Leute, das wird dann heftig aussehen. Dann kommt man hier rausgelaufen und guckt dann auf diesen schönen Steg so. Boah. Das hier ist für Knochi und Mr. Berger. Wir vermissen euch ganz doll. Boah, auf dieses Trauerlied hier will ich jetzt hier, will ich nicht hören. Wieder da. Netherite.
Wie lange geht der Stream? Boah, keine Ahnung, spontan. Auf spontan, aber... Ey! Hä? Alter, ich dachte gerade, wer greift mich an? Ey! Bei meinem Ferienhaus sind Zombies! Alter! Aber wie viele? Was ist denn hier los? Oh, hier ist ein Zombie-Spawn unter meinem Haus. Nein. Netherite, Netherite, Netherite. Bam, bam, bam. Face Lace, 5 Sterne zu fangen. Kannst du mich bitte grüßen? Hoffe, du hast schöne Ostern gehabt. Dankeschön. Ja, Ostern war entspannt. Heute nochmal auf entspannt essen mit Eltern von mir und von meiner Freundin. Aber an sich entspanntes Ostern gehabt. Danke für 5 Sterne zu fangen und grüße ihn raus an Face Lace. Cooler Name, Face Lace. Kann man sich gut merken. Stani. Noch eins. Zack, zack. Ey! Junge, jetzt dreh ich aber durch, Junge. Jetzt geht's hier aber los. Runter von meinem Ferienanwesen hier. Boah, Leute, wir haben 15.000 Likes hier. Denkt ihr, wir schaffen noch die 20.000 Likes auf dem Stream? Alle, die noch nicht geliked haben, lasst mal noch ein Like da, Freunde. Ey, Digga, wo kommen die denn her auf einmal? Weg, Schmutzbengel. Du Schmutzberger. Der ist kein Paulberger, der ist ein Schmutzberger. Gar nicht so weit weg ist ein Ort versteckt. An den gibt's alles, was man sich jemals erzählt. So, meine Friends. Jetzt dann hier so bam, zwei Laternen hin. Eigentlich brauche ich auch noch eine in der Hand, weil es ein bisschen dunkel ist. Aber wir machen jetzt eh gleich Beleuchtung. Boah. Leute, guckt euch das mal an. Wenn man jetzt so aus unserem Haus rauskommt, hat man hier erstmal diesen Steg. Dann können wir hier so Boote... Oh mein Gott, das ist schon wild. Das ist schon wild. Und hier lassen wir dann so komplett auf. Wir sind reich. Den Pool, würde ich sagen... Bauen wir auf jeden Fall mit blauem Beton, damit das richtig krass innen drin aussieht. Wir können ja mal. Ah, Candy ist gar nicht mehr da. Wir müssen ihn mal fragen, ob der vielleicht noch blauen Beton hat. So, ich würde aber auch ganz gerne hier im Innenbereich jetzt mal auch wieder weitermachen. Alter, ist es dunkel hier. Oh mein Gott. Malspur. Bauen richtig viele Seelaternen auch. Und hier Kronleuchter hinmachen. Das Coole ist, wir können ja in die Decke, wir können die ganze Decke hier mit so Seelaternen ausstatten. Dennis, 5 Euro. Hoffe, du hast schöne Ostern gehabt, kannst mich grüßen. Gruß geht raus an Dennis, Dankeschön für 5 Euro. Danke, Bro. Wir gucken mal, wo wir hier die Lichter reinsetzen. Denn sie haben mich rausgeworfen. Und das hat mich hart getroffen. Als sie alle vor müssen ja halt, wie gesagt, echt gucken, dass dann auch da keine Monster da oben drauf spawnen. Einfach weg in meinen Taschen, nur noch Dreck, doch mein Herz am rechten Fleck. Also fuhr ich einfach weg in meinen Taschen, nur noch Dreck, doch mein Herz am rechten Fleck. Paulberger Hills. Eigentlich cool. Eins, zwei, dann hier nochmal. Jetzt hier nicht die super hohen Decken, aber was soll's, Freunde. Eins, zwei. Zack. Ja, also hier kommen überall Seelaternen rein, damit hier auch mal ein bisschen Licht ist.
Ich glaube, wir machen das am besten von oben. Gehen wir aufs Haus oben drauf. Lia, Ehrenbruder, dankeschön. Grenzpoolmeer Glasscheiben. Boah, Leute, aber guckt euch mal an, wie krass das jetzt schon von oben aussieht. Was haben wir denn heute schon wieder gemacht? Alter! Alter, guckt euch mal an, was wir nur heute schon wieder geschaffen haben. Das sieht heftig aus, Leute. Und du würdest hier Glasscheiben drauf machen, oder was? Ich weiß gar nicht, ob man auf Treppen Glasscheiben draufsetzen kann hier. Aber ich finde es eigentlich cool so, dass das hier so direkt am Wasser ist. Finde ich gar nicht mal schlecht. Was wollte ich denn jetzt machen schon wieder? Ach, ich wollte aufs Dach hoch. Ey, ich sterbe einfach gleich. Wir müssen echt mal aufpassen mit Elytra. 2. Schmalspur, alle anderen sind Schmalspur, Junge. Paul Berger Hills. Oh ja, das wird gut aussehen. Das wird auf jeden Fall gut aussehen. Alles schön beleuchtet hier. Jetzt nur die Frage, wo kriegen wir jetzt viele... wo kriegen wir jetzt viele Seelaternen her? Bei Ryanie Seelaternenfarm. Hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir da mal kurz hingehen. Vorbeisteppen. So, Christoph Beleben, 5 Schweizer Franken, danke für den coolen Stream, kannst du mich grüßen. Christoph Bellm, Gruß geht raus, Dankeschön für 5 Schweizer Franken. Und Planeten nochmal für Thea. Wie viele Schweizer Zuschauer habe ich eigentlich? Das ist voll oft Schweizer Franken. Schreibt mal in den Chat. Oder wisst ihr was? Wir machen mal eine Umfrage. Das interessiert mich jetzt mal kurz. Wir machen hier mal eine Umfrage. Eine Umfrage starten. Warte. Das interessiert mich jetzt mal. Ihr müsst das real beantworten. Woher kommt ihr? So. Wir machen Deutschland, Österreich, Schweiz. Deutschland, Österreich, das interessiert mich jetzt mal. Oh. Schweiz, so. Und Frage ist raus, macht mal bei der Abstimmung mit, würde mich mal echt interessieren, weil ich sehe hier voll viele Schweizer die ganze Zeit im Chat. Okay, jetzt fliegen wir mal zu Ryanie. Wir brauchen jetzt erstmal richtig viel Seelaterne, um hier die Beleuchtung in unserer Bude mal zu machen. Oha, was hier oben abgeebnet. Wer will denn hier was bauen? Könnte auch krass sein hier oben. Wer hat das denn hier abgeebnet? Kann ich nicht sagen, wer das hier war. Hat man auf jeden Fall, dann ist man ziemlich in der Mitte von Paul Berger Hills und von Keks Krümelküste oder wie das heißt. Okay, also die Umfrage, 77% Deutschland, 11% Österreich, 11% Schweiz. Okay, interessant, Freunde. Sehr, sehr interesting. An, guck schon, wieder Schweizer Franken. Paul der Echte, für 2 Euro, dankeschön. Antrin Mühlmann, 5 Schweizer Franken, danke. Ja, warte mal, wo war denn hier diese Farm nochmal? Sind hier die Schweizer, die drehen hier voll durch. Hä, Leute, bin ich doof? Wo war denn hier von Ryanie diese Seelaternenfarm? Wo war das denn nochmal? Da war Candys Ding. Ich glaube, irgendwo hier kann das sein. Es war doch in der Nähe von diesem kleinen Häuschen, was hier war. Ach, hier ist es. Okay, ich wusste, das war irgendwo. So, und let's
do this. Alter, oh mein Gott, wie viele Fische hier auch sind. Boah, Kabeljau. Muss ich mal braten. Alter, wie viel Fisch. Okay, ich glaube, damit sollten wir einen Stack Seelaternen machen können. Danke, Rainy. Ey, das, also die Farm ist absolut krass. Das Lied finde ich nicht so gut. Wir hören jetzt nochmal. Wir hören jetzt nochmal 100k. 100.000! Dankeschön. Es ist unglaublich. Wir sind 100.000. Das sind 24-7 Minecraft ganz ohne Pause vom Azubi. Bayern, ja, ich habe ja nach dem Land gefragt, nicht nach dem, nicht nach dem Bundesland. Ich bin Candy. Mit dem Regenbogenhut. Mit jedem anderen. Jeremy OG, dankeschön. Silber, 21 Monate auch. Ui, ui. Upload, jeden Tag wie die Tagesschau. 100.000, das sind zwei ganze Stadien voll. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hoffentlich gibt meine Mucke eines Tages Gold, nur dank Gold. Zu unserem Strandhaus, let's go! So, jetzt können wir, glaube ich, gute Beleuchtung machen. Aufgewacht, nur mit Stani und Max haben wir alles aufgebaut. Tag für Tag, Nacht für Nacht blieb ich wach. Und unsere Männer waren stark, doch dann kam Krieg auf meine Insel und die Netherite Guards. Wir haben die Insel geteilt. Ich glaub, so war das, oder, mit den Seelaternen? Nein! Ey, jedes Mal mache ich das falsch. Es war nur Candy und sein Boot, auf der Suche nach einem Ziel und einem Ort, an dem ich wohne. Da dieses Land in Sicht, es waren die Paulberger Berge. Ein wunderschöner Ort, aus dem könnte etwas werden. Baut ein Zoo, eine Mauer, ein Rathaus, eine Yacht, einen Präsident gewählt und endlich Frieden in der Stadt. Und genau so begann meine Geschichte mit einem Traum. Ey, ich kann mir das jedes Mal nicht merken, wie man das macht. So, Prismascherben als Kreuz. Und dann die Scherben. Ah, ne, die Kristalle als Kreuz und die Scherben in die Ecken. Ich mach das echt jedes Mal falsch. So, bam, bam, bam. Das hier ist für Knochi und Mr. Berger. Kennt ihr das, wenn man sich manche Sachen, egal wie oft man das macht, sich einfach nicht merken kann? So ist das bei mir mit den Prisma-Scherben und Kristallen und Seelaternen. Okay, jetzt können wir aber zumindest hier mal richtig schön Beleuchtung machen. Silver Dragon 2 Euro, Dennis 2 Euro, kannst du gar nicht bitte Mod? Nee, na, bitte nicht nach Mod fragen. Und Elias 2 Euro, kann ich mal FN zocken? Insta. Bro, ich sag dir ehrlich, ich bin gar nicht mehr am Fortnite zocken. Oh, warte, ich muss auf Sach hoch. Ich bin Real Talk. Also, Fortnite ist ein gutes Spiel, aber es packt mich aktuell wirklich gar nicht. Also, gut, die letzten Monate gab es ja an sich sehr viel Minecraft. GTA, hätte ich mal. Also, wenn ich mal wieder was anderes als Minecraft mache, dann wäre es GTA. Aber Fortnite leider packt mich gerade sehr, sehr wenig. Olga Becker, 15 Euro. Alter, vielen, vielen Dank. Kannst du mich grüßen? Heiße Ben. Ben, Gruß geht raus. Vielen Dank für 15 Euro, ey. Viel zu viel, Bro. Viel zu viel, Alter. Boah, sieht aber jetzt schon mal viel, viel besser aus mit so einer Beleuchtung hier. Viel, viel besser. Jetzt sieht man hier drin mal wenigstens was. Okay, jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Hier können wir so einen Kronleuchter hier noch runterhängen lassen. Aber wie machen wir hier hinten die Beleuchtung? Das ist jetzt nochmal eine andere Frage. Nee, Decke rein ist ja auch doof. Wie machen wir hier jetzt die Beleuchtung? Im Boden ist ja auch irgendwie nicht so cool. Und die Wände? Auch nicht so cool. Boah, das ist jetzt nicht so einfach, wie wir jetzt hier eine Beleuchtung, eine coole machen. Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee, wie ihr das machen würdet? Okay, wir können ja erstmal einen Kronleuchter hier nochmal hinhängen.
So, da brauchen wir erstmal ein paar Scheiben dafür. Wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber wir haben nicht mehr mehr. Oh Gott, Leute. Langsam muss ich hier wahrscheinlich wieder ein bisschen Materialien farmen gehen. Ich bin hier bald abgebrannt, was meine Materialien angeht. Muss man erstmal überlegen, wo sollen wir das am besten hier runterhängen haben. Ich hätte jetzt mal gesagt... Zack. Zack. Ah, das ist doch cool. Das ist doch jetzt hier eigentlich ganz cool. Das nächste wäre ja dann jetzt hier wieder. Boah. Gute Beleuchtung hier. Sehr, sehr gute Beleuchtung. Dann nochmal. Eins, zwei. Hä? Was das denn? Leute, seid ehrlich, wie findet ihr das? Also ich finde es eigentlich jetzt ganz cool so. Also klar, muss noch viel, viel mehr hin. Auch hier der Außenbereich ist ja noch nicht beleuchtet, aber langsam wird's. Jessicat, 5 Euro. Ich lebe in der Nähe von Karlsruhe und es ist schön... Da Wohnort möchte ich nicht erwähnen. Ja, ist auch gut, dass du das im Internet nicht sagst. Aber ich wohne tatsächlich ja auch nicht so weit weg von Karlsruhe. Komm ja so, sage ich mal, grob aus der Richtung von Mannheim so. Ohne jetzt auch zu viel zu verraten. Ah, oh, nice, wir haben hier noch... Wir haben Wagen geklaut. Ey, da hat jemand was geklaut. Warte, wir werden ihn stoppen. Oh nein, der Alpha-Clan. Ist das Alpha-Clan? Ey, gib das Auto wieder! Ich bin von der Werkstatt. Ich soll hier eine Probefahrt machen. Aha, von... Ah, eine Probefahrt. Das glaube ich nicht. Ja, hier wurde ein Service beantragt, wissen Sie? Du hast hier gerade gesagt, du hast das Auto geklaut. Das war nur Spaß. Aha. Ich immer so, damit ich mich cool fühle, weißt du? Dann zeig mir doch mal bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere. Bist du jetzt... Polizist oder was? Ah, warum siehst du denn aus wie Lofty? Ich hatte was im Hals, sorry. Ja, ah. Hi, ich bin's, Max. Was geht? Du wolltest hier einen Rolls-Royce Cullinan klauen, hä? Hä? Nein. Ich wollte den nur zur Werkstatt bringen, weil die nächste Inspektion geht auf mich natürlich. Und wem gehört das Auto? Dir natürlich. Nee, das ist nicht mein Auto. Hä, das ist aber ein Rolls-Royce Cullinan, hast du gesagt. Ja, aber ist nicht meiner. Meiner ist gelb. Was? Dann habe ich den falschen mitgenommen, siehst du, Max. Dann brauche ich erstmal deinen hier. Ne, ich glaube, meinen brauchst du auch nicht. Der braucht keine Inspektion. Okay, dann bringe ich den mal wieder zurück. Ja, würde ich aber auch sagen. Ja. So, haben wir hier direkt noch eine Straftat verhindert. Warte mal, der haut doch jetzt wieder ab. Der haut doch ab hier. Oh ja, hier ist ein Tunnel. Wo ist der denn hin? Wo ist der denn hin, Leute? Ah. Hey, er ist unsichtbar. Hallo. Wo ist der, Leute? Ich sehe ihn nicht. Hä? Warum war das Auto auf einmal unsichtbar? Okay, ich glaube, er hat gerade die erste Straftat an der Krümelküste begangen. Max, bitte grüß meinen Sohn Milo aus Gelsenkirchen. Milo aus Gelsenkirchen, Gruß. Oh Gott, Gruß geht raus, Dankeschön. Ihr fast einen Unfall noch gehabt, weil ich den Milo gegrüßt habe. Ah, er bringt's wirklich zurück. Ich hätte es nicht gedacht, Leute. Aber er bringt es wirklich zurück. So. Ja, tschüss. Was soll denn diese quietsche Stimme, Brelofti? Ich würde ganz gern irgendwie wie so eine Art so Wandlaterne hier hinmachen, aber nee, sieht irgendwie nicht so cool aus. Total schwer, weil die Decken hier nicht so hoch sind, eine gute Beleuchtung zu finden. Gut, an sich, wir können so Laternen hier hinhängen, aber die machen nicht so ein schön helles Licht jetzt hier unten. Das ist irgendwie echt schwierig. Das ist irgendwie schwierig, Leute.
Oh, die Xbox Game Boy ist wieder da. Habt ihr eine Idee? Schreibt mal echt in den Live-Chat, Leute. Wie sollen wir am besten hier die Beleuchtung machen? Er macht auf Alpha-Clan, ja. Er macht auf Alpha-Clan, ich merke schon. Ich merke doch schon. Wir machen erstmal ein paar Laternen. Ich mache erstmal ein paar Laternen, dann überlegen wir mal, wie wir das machen. Aber, also wenn man bedenkt, wie meine Villa heute noch am Anfang aussah, sind wir hier echt schon relativ weit gekommen. Sieht echt schon mal ganz gut aus. Meine Beach, wir müssen halt wirklich nur gucken wegen diesem Punkt mit dem pinken hier Beton. Hier wird pink gebaut. Oh nein. Hier wird pink gebaut, verdammt. Ja, ja, wir bauen ich hab ja Ich habe mir pink. Das ein bisschen mit angeguckt, hab noch ein Brot gegessen dabei und hab mir gedacht, wann fängt der denn an mit pink? Aber das da kam Dann gib nicht. Mir doch pinken Beton. Mitkommen. Hier ist das Hausmeisterhaus, nämlich beim Flughafen daneben. Ja. So, und da findest du Kleinigkeiten allerlei. Wessen Haus ist das auch, da oben denn? Warte mal. Komm mal mit. Hä? Wem gehört das hier? Warte mal, doch, diese Bauart kenne ich. Ich kenne nur einen, der so bauen will. Alter, das ist ja voll krass. Hä, das sieht voll gut aus. Wem gehört das? Ja, rate mal. Ich weiß, wem es gehört. Ich erkenne das. Rate mal. Lass mich überlegen. Also ich sag mal so, zuerst wurde das Haus mit einem anderen Pinkton gebaut. Ein bisschen dunkler, eine Nuance dunkler. Boah, von wem ist das die Bauart? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, stell dir diese Farbe aber ein bisschen dunkler vor. Meinst du, soll es eine Anspielung auf Timmy sein? Ja, es war Timmy. Ey, lol, Timmy sieht aber gut aus. Aber richtig gut, hat er richtig echt schön gebaut. Hier. Mit hier so Gras angepflanzt und so. Richtig Alter, stark. Echt nicht schlecht. Gut, aber hier hinten bröckelt es dann ein bisschen, weil irgendwie sieht das von hier so ein bisschen komisch aus. Es gibt Abzüge. Ja. Was ist das denn? Guck, wie das aussieht. Ja, das ist, wenn man einfach Sachen so zu kastenmäßig baut, sieht das nicht gut aus. Man muss immer so versetzt und so, dann ist das cool. Und mit Pink 20%. Ja, okay, dann gib mir pinken Beton, dann mache ich das jetzt. Okay, dann einmal hier vorne. Leute, wir kommen da nicht drum rum. Max Hohmann, Dankeschön für 2 Euro. Gruß geht raus. Der kommt ruhig rein. Herr Höhmann. In der unteren Kiste. Der hier. Ah. Da ist eine pinke Farbe zumindest. Tatsächlich. Müsste ich eigentlich. Ja, ich glaube da. Also ich habe noch richtig viel Sand. Kies bräuchte ich vielleicht noch ein bisschen. Problem. Müsste ich ins Nether gehen. Warum im Nether? Weil ich da immer Kies hole. Das ist ein guter Trick. Ah, okay. Wie härtest du Beton immer noch aus wie damals oder hast du einen neuen Trick? Ich mache das immer noch wie damals. Wie war da was? Ja, diesen mit dem Turm hochbauen und dann... Boah, warte mal, ich bin gleich wieder da. Okay. Was will er uns jetzt damit sagen, Leute? Ich glaube, wir kommen da wirklich irgendwie nicht drum rum, Pink zu verwenden. Wir müssen hier wirklich irgendwie bei unserem Haus Pink einbauen, Leute. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Ich habe da echt nicht so... Weiß ich nicht, Freunde. Also Sand haben wir sehr viel, Kies eher weniger. Gut, oder? Na, weiß nicht, ey. Da müssten wir jetzt hier... Oh Mann, ey. Ich will kein Pink verwenden in meinem Haus. Das ist mein Strandhaus. Ich will das nicht pink machen. Was soll das? Wir leben hier in einem freien Land. Ich will mein Haus so bauen, wie ich das will. Darf doch nicht wahr sein. So, ich gehe mir jetzt nochmal... Oh. Ey! Ja, yuppie! Wer ist denn das? Oh. Hallo? Ey, ist Max. Snoopy hat dein Auto geklaut, ne? Hat das da vorne hingestellt. Wie? Hä? Das stimmt gar nicht. Welches Auto hast du von mir geklaut? Gar keins. Das Blaue geklaut. Ja. Was? Das Blaue ist doch gar nicht mir, Lofti. Du hast das vorhin geklaut. Ich hab das zurückgestellt, aber. Ja, okay. Dann ist gut. Genommen. Stimmt so, gar Max, nicht. Komm mal her. Ich zeig's dir jetzt einmal. Also, als mir das jemand gezeigt hat, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Los? Ja. So, und zwar so, ja. Das in die zweite Hand und dann... Oh mein Gott, was? Also ich mache so einen gesamten Stack in so 30 Sekunden. Alter, ey, wir sind doof, Wir haben das so aufwendig gemacht. Lol, das ist ja voll der Trick, um Beton zu farmen. Ja. Alter. Einfach beide Tasten gedrückt, ich halte rechts und linke Maustaste einfach gedrückt. Crazy. Candy, woher kriegt man den blauen Farbstoff? Von Lapis Lazuli. Hast du noch ein bisschen was für meinen Pool? Hellblau, oder nicht? Ja, hellblauen Beton für meinen Pool. Ja, ich hol ihm was. Danke, ich komm gleich. Nein, den haben wir.
Wo? Oh. Wir gehen jetzt nämlich mal noch ein bisschen gucken, ob ich noch Keys in meinen Kisten habe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, Pauberg Hills ist schon eine gute Stadt. Ist schon eine sehr gute Stadt hier. Also keine Sorge, wir werden die Stadt nicht komplett verlassen. Es wird nur unsere Ferienbude. So. Wir brauchen blauen Farbstoff. Und rosa. Ne, rosa Farbstoff haben wir, wir brauchen Kies. Ah nein, ich habe überhaupt nicht mehr viel Kies. Aber hier ist ein bisschen blauer Farbstoff. Das können wir bestimmt mit weiß zu hellblau machen. Haben wir noch blaue Farbe? Ne, haben wir auch nicht. Perfekt. Aber hier ist noch ein bisschen Kies. Das sollte ja reichen, um pinken Beton zu machen. Da will ich ja eh nicht so viel davon machen. So, das nehmen wir mal mit. Mr. Melone. Ey, Mr. Melone. Hast du heute schon Melonen gegessen? Melonenkopf? Mr. Melonenkopf? So, ich guck mal ganz kurz. Rein aus Interesse. Oh, was? Nein. Nein. Oh mein Gott, Leute, ihr seid durchgedreht. Hä? Leute, die Cap... Ich hab doch gerade eben vor einer Stunde oder so gesagt, es sind noch 100 von den Caps da. Die weg. Meine Caps sind ausverkauft in meinem Shop, sehe ich gerade. Und von den Schultertaschen sind auch nur noch 98 da. Also wie gesagt, die Autogrammkartenaktion. Bei jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte. An der Stelle kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar nur noch bis heute. Also das gesamte Osterwochenende war das nur noch bis heute. Gibt es bei jeder Bestellung von mir eine handsignierte Autogrammkarte mit dazu. Auf der Rückseite ist der Paulberger Charakter und auf der Vorderseite bin ich hier. Und wir haben jetzt gerade, also ich habe wirklich den Shop komplett auseinandergenommen an Ostern. Es sind nur noch 100 oder 98 genau von den Schultertaschen da mit hochwertigem Stick. Alles andere gefühlt mittlerweile ausverkauft. Die Shirt und Hoodies auch, also in den beliebten Größen auch nicht mehr da. Deswegen, wir müssen echt wieder erstmal neue Sachen produzieren. Ihr seid echt zu krass. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr dreht echt völlig durch. Da am so. Strand. Ja, ich wohne hier am Strand, Junge. Wir haben hier einen Imposter. Wie ein Imposter? Der sich als Polizist ausgibt. Was gibt das für eine Straße? Was für eine Straße gibt's denn dafür? LSPD, hier wird nicht geredet. Also jemand, der es als Polizist ausgibt und kein Polizist ist. Und Hausdurchsuchung auch noch macht. Was machen Oha, wir denn da? Ah, wer macht denn sowas? Dr. Banks. Digga, okay, ja. Der hat meine ganze Ausrüstung bekommen. Der ist mit Candy bei mir eingebrochen, weil Candy hat nichts gemacht dagegen. Der ist einfach mit reingegangen. Alter. Der hätte auch wenigstens draußen stehen können, ja. Weißt du? Also Bro, ich sag dir ehrlich, wenn er bei dir reingeht und er will nicht auf mich hören, dann bleib ich draußen und sag dir sofort Bescheid, weißt du, und geh nicht mit rein. Ich sag dir ehrlich, das ist nicht korrekt, aber ich bin ja kein Präsident mehr. Ich bin hier in Krümel, an der Krümelküste auch kein Bürgermeister und Polizei bin ich auch nicht. Deswegen, das ist leider. Ich bin Rente, Leute. Ich bin Rente gegangen, ja. Ich kann dir da leider nicht helfen. Aber du bist ja trotzdem ein besorgter Bürger dieser Stadt. Du musst doch auch dafür sein. Nein, er ist ein Rentner. Ich genieße nur noch meine Rente hier an der Krümelküste. Ich hab mich also zurückgezogen. Alles, okay. Alles klar, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Dann kann ich ja überall rein. Ah, das ist der Grund, warum ich hier mein Ferienhaus hab. Ich hab dir hellen Beton, blau Beton besorgt. Oh, Ehre, danke. Ja. Guck mal, ich hab hier noch ein bisschen Kies geholt gerade. Da kannst du vielleicht ein bisschen pinken Beton mitmachen. Ja, mach ich. Damit Flauschi auch gestillt ist. Flauschis... Pinkheitsdurst ist dann vielleicht gestillt endlich. Das hat sich ein bisschen negativ angehört. Nein, das war ja nur, dass du magst, wenn alles pink ist. Ja klar. Also aber Max, du willst das ja selber auch, ne? Du willst es ja auch, oder? Du als Bürger dieser Stadt willst ja auch... Sonst wärst du ja nicht hierher gezogen. Also ich sag so, ich würde gerne ein bisschen weniger pink bauen in meinem Haus. Hä? Pink lästern? Das ist wirklich... Er pink lästert. Das ist verboten. Zweite Regel in der Stadt ist verboten. Hey, Max, du müssen mal kurz reden. Also, ja. Du müsstest schon sagen, dass du pink magst, wenn du hier wohnst. Ich mag die Farbe pink ja auch, aber ich finde es nur, bei meinem Haus würde ich lieber gern mit weiß und braunen Tönen machen. Weiß? Ey, Max. Du könntest ja den Pool pink machen. Max, Flauschi sagt, du sollst wieder ausziehen. Wow. Werde ich jetzt hier rausgeworfen aus der Stadt oder was? Flauschi sagt. Pink. Na gut. Der Schwinde. Na gut, okay.
Du sollst verschwinden. Verlass diese Insel und komm nie wieder. Du bist verbannt, ey. Candy, ist das nicht ein bisschen okay. Hart? Das war nur ein Spaß. April, April. Hä, hey, ist der 10. April. Ja. Nicht der 1. Du bist schon der 10. Oha, ich habe mich ein bisschen im Tag geirrt dann wohl. Ich bin YouTuber, ich weiß nicht mal, welchen Tag wir heute haben. Ja, ich kann den Pool pink bauen. Und dann noch eine Kleinigkeit am Haus. Genau. Von außen natürlich, für alle Sichtbar. Er wollte den Keller machen, Flauschi. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Candy, besorg mir mal pinken Beton, dann ich guck mal, was ich machen kann. Ja, mach ich. Dann brauche ich ja jetzt hier gar nicht das weiterzubauen hier. Mit Candy, wir haben es geschafft. Sehr gut, wir haben ihn entdribbelt. Jawohl, wir haben die Dribbelung entdribbelt. Die sich freuen, weil ich jetzt hier was mit Pink baue. Candy macht auch alles, was Flauschi sagt. Candy steht ja richtig unterm Pantoffel von Flauschi. Ah, vielleicht, ich glaube, ich werde einfach hingehen. Machen wir halt hier einfach aus Pink, Leute. Was soll's dann? Wir müssen uns halt ja an die Regeln halten. Ich wollte hier zwar ein entspanntes Rentnerhaus haben für mich, aber na gut. Ah, was sollen wir machen? Was sollen wir machen, Leute? Wir müssen uns hier halt an die Bauregeln halten. Wir wollten ja auch damals, dass die Leute sich bei uns an die Regeln halten. Dann ist das halt mal so. Aber jemand hatte vorhin gesagt, ich soll hier so Glas draufsetzen. Aber weiß ich nicht. Feier ich, glaube ich, nicht so. Ah, wir kriegen jetzt gleich pinken Beton gebracht. Nee, jetzt kriegst du den gebracht. Ah ja. Die Expresslieferung nämlich, den haben wir immer vorrätig. So, bitte sehr. Dankeschön. Wie tief soll ich denn den Pool bauen? Was würdet ihr sagen? Wie viele Blöcke? Ja, mit diesem Soul Sand auf jeden Fall. Wie mit Soul Sand? Dass er so bubbly ist, weißt du? Ah, das mag ich gar nicht so, dann kann man nicht reingehen. Ja, okay, dann wegen dem Sprungbrett auf jeden Fall mindestens 2 tief. Hätte ich auch gesagt. Ja. Nicht, dass es hier noch zu Verletzungen führt. So, du könntest hier die vordere Reihe aber auch aus Glas bauen. Ja, das haben mir auch Leute im Chat gerade empfohlen, aber es sah nicht gut aus. Ich hab's getestet. Ah, okay. Guck mal, Flauschi, weißt du, was ich mache? Ja. Ich will mich ja hier an die Regeln halten. Ich werde jetzt hier bei den Fenstern, alles, was jetzt hier aus Holz ist, werde ich mit Pink hier machen. Oha, das ist perfekt. Ist das okay? Ja, ich helfe dir sogar. Ja, danke. Wenn du willst, kannst du das mal hier überall beim Haus machen. Bei den Fenstern. Ja, ich hol kurz Beton. Warte, ich kann dir auch hier was geben. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so viel. Warte. Ja, ich glaube. Helf natürlich gern meinen Bürgern. Dankeschön. Oh Gott, Leute, mein Haus wird jetzt gepinkt. Hab Angst. Na gut. Was sollen wir machen? Oh, warte mal. Oh, der wirft einen Dreizack. Vielleicht kriegen wir einen Dreizack von dem. Der wirft hier einen Dreizack nach mir. Komm mal her, Junge. Warte mal, wir haben ja Plünderung 3 auf dem Schwert. Gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir einen Dreizack getroppt bekommen. Haben wir einen Dreizack? Hat er einen Dreizack getroppt? Nee, schade. Boah, das wär jetzt cool gewesen. Aber leider keinen getroppt. Oh, Leute, nein. Unser schönes Haus wird pink gemacht. Das sieht richtig schön schlecht aus. Hey. Hä, was heißt hier schlecht? Findest du Pink Max etwa nicht gut? Ist das etwa Pinklästerung? Pinklästern ist nicht erlaubt. Aber ich habe hier ein Sprungbrett, ja. Gibt's das Sprungbrett auch in Pink? Nein, aber wo willst du es hinhaben? Ich kann es dir installieren. Ich glaube, hier fände ich ganz cool, da oben drauf. Schauen wir mal, ich werde es auch direkt testen mit einem Körper. Aber der Pool ist noch nicht fertig. Dann mach mal hin, Max. Ja, ich beeil mich. Ja, das Sprungbrett geht nicht. Ja, ist das irgendwie falsch? Ja, jetzt. Hä? Hast wieder verlernt, wie man ein Sprungbrett benutzt, ne? Guck mal hin, Achtung. Ey, und? Ach, warte. Körper! Oh!
Hey, ich bin durchgefallen. Max, 79, dankeschön. Hi Max, kannst du... hi Max, einmal, bist du, immer ein Ehrenmann. Guck einmal, guck in TikTok habe ich gestern... Pass auf. Warte. Hä? In TikTok habe ich gesehen, dass du mich folgst. War das witzig? Danke, Bro, aber ich glaube, das ist ein Faker, der dir folgt, weil ich glaube, ich fahre das nicht, aber danke, Bro. Also... Nee. Aber sieht cool aus im Körper. Sieht cool aus. So, zack, zack. Oh nein, uns fehlt hier ein bisschen pinker Bit. Ah, nee, warte, ich glaube. Ich hab noch was. Ah, nee, passt doch. Alles gut. Dein Haus wurde bepinkt. Dein Haus wurde offiziell gepinkt. Ja, naja, okay. Sieht doch richtig gut aus. Ja. Sogar weniger als 20%, aber das verraten wir niemand. Ja, wir haben's ja, das verhandelt. Genau, der Pool ist ja auch pink. Der Pool ist so pink. Da muss noch Licht rein. Da wird jetzt noch Licht reingesetzt und das ganze Haus. Ich guck mir das mal an, wie das, oh Gott, wie das jetzt von innen aussieht. Richtig gut. Du könntest ja Falltüren von innen dran machen, so Holzfalltüren, falls es dir nicht gefällt. Dann siehst du es nicht so doll. Oh Mann, ey. Ich find's gut. Ja, das ist schön, das freut mich. Na gut, okay. Hier ist noch ein paar Beton, falls du noch was brauchst. Oh, danke. Falls du noch ein bisschen mehr pink machen will, ne? Ja, da vorne beim Flughafen ist so ein kleines Häuschen, da ist auch ganz viel pinke Farbe. Okay, dann dankeschön. Gerne, tschüss. Tschüss. Ja, Leute, was soll ich sagen? Lauschi hat uns überredet. Sie hat uns überzeugt. Die Frage ist jetzt nur, wo setzen wir jetzt hier noch Lampen rein? Sollen wir die in den Boden, so Pudellampen, oder... Wo wäre das denn cool? Oder man das hier so außen rein? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, so im Zweierabstand ist, glaube ich, cool. 1, 2, 1, 2. Und jetzt Seelaternen. Ups. Ja, der Pool ist jetzt auch 2 Blöcke tief, also da sollte hier nichts passieren, wenn man hier auch mal einen Körper reinmacht. Komm, wir springen auch mal vom Sprungbrett. Hannes, 6 Euro, danke schön. Hi Max, kannst du mich bitte grüßen? Heiße Hannes. Hannes, moin du Paulberger, danke für die 6 Euro. Kuss. So, wir müssen einmal auf unser Dach hoch. Okay, wir werden jetzt vom Dach aufs Sprungbrett springen und dann in den Pool rein. 3, 2, 1, let's go! Oh. Perfekt, Bro. Candy ist in Flauschi verliebt. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Vielleicht jetzt, ich bin aber mir jetzt auch gar nicht mehr mit dem dunklen Holz so sicher, weil pink und dunkles Holz, vielleicht ist da helles Holz doch schöner. Müssen wir gleich mal schauen. Okay, warte, jetzt noch mal. Und... Bam! Okay, das ist echt ein cooler Trickshot. Das ist ein sehr cooler Trickshot. Warte mal, wir versuchen das mal mit F5. Dann sieht man es besser. Und dann machen wir jetzt nämlich auch einen Körper da rein. Ey, warum funktioniert das nicht? Was soll das? Okay, nochmal. So. Und. Ah, Mann. Bin zu doof dafür. Warte, nochmal F5. Nee, wir müssen echt weiterspringen. Weiter springen, Leute. So, okay, jetzt. Und. Wow! Okay, jetzt hat's funktioniert. Nice. Jetzt hat's funktioniert. Also ich bin jetzt auch wirklich am Überlegen, hier innen drin den Boden doch nicht lieber einfach aus weißem Beton, zumindest oben zu machen. Irgendwie gefällt mir das jetzt hier nicht mehr mit dem Braun so wirklich gut. Und hier können wir so ein bisschen auflassen, damit man hier ans Sprungbrett rankommt. Ja, so ist das doch cool. Warum geht das jetzt nicht mehr? Hallo? Woo! Woo! Und 360! Let's go! Sehr nice.
Okay, ich brauche jetzt hier nochmal Motivationsmusik zum Bauen. Wir brauchen Motivationsmusik, Leute. Wo ist mein Song? Minecraft-Song, Leute. Jetzt überall streamen. Unsere Möglichkeiten grenzenlos. Wir haben schöne Zeiten, denken groß in Minecraft, Candy, Crymax. Und für Stein bauen wir uns auf. Leben gemeinsam unser Traum. Wir sind Crymax, Candy, Minecraft. Am Anfang war mein Haus nur aus Bruchstein. Heute baue ich eine Villa, denn das muss sein. Ich bin der Präsident der Minecraft-Inseln. Wenn du meinst, mich zu haten, kannst du gleich verschwinden. Dann gibt es Inselverbot. Bin der King auf dem Thron, mein Elytra beflügelt. Und der Wind macht das schon. Flieg nach Norden Richtung Paulberg. Und danach 100k. Danach nochmal 100k. Ich bin Diamond Rich, baue meine eigene Stadt. Mit einem Rathausplatz, einem Casino plus Yacht. Und Candy kommt vorbei und gibt direkt ein High Five. Wir haben kein Eisen. Das ist Nether, right style. Hamza, an alle, die gegrüßt werden wollen, ja, warte bis zum Ende. Wer gegrüßt werden will, muss bis zum Ende warten. Candy, Crymax, Stein für Stein bauen wir uns auf. Leben gemeinsam unser Traum, wir sind Crymax, Candy, Minecraft. Ich bin jetzt rich und muss nie wieder Dias farmen. Jetzt kann ich viel bezahlen, dank meiner Wiederwahl. Als Präsident werde ich die Wende schaffen. Ich werde paar Wände schaffen, die Grenzen machen. Keine Ängste haben, mit meiner Gang im Nacken. Ich bin ein Krieger und ich kämpf mit Waffen gegen Enderdrachen, yeah. Und in den Paulberger Hills bin ich laufend am Chillen. Und dein traumhafter Willen sieht es aus wie im Film. Ich steh auf, wann ich will. Ich geh raus, wann ich will. Leb mein Traum wie ich. Ist mein Lieblingspart bei dem Song. Und Candy kommt vorbei. Wir haben kein Holz, das ist Netherite Style. Wir haben kein Holz, das ist Netherite Style. Candy, gib jetzt nochmal alles. Möglichkeiten grenzenlos. Wir haben schöne Zeiten, denken groß in Minecraft, Candy, Crymax. Stein für Stein bauen wir uns auf. Leben gemeinsam unser Traum. Wir sind Crymax, Candy, Minecraft. Wird deine Base attackiert, dann gebe niemals auf. Du bist niemals alleine. Nein, nein, nein. Wenn du in der Nacht erfrierst und Creeper tauchen auf, beschütze ich dein Leben mit meinem. Unsere Möglichkeiten grenzenlos. Wir haben schöne Zeiten. Schön. Schönes Ding, Leute. Sehr schönes Ding. Wir sind jetzt zwar immer noch nicht so ganz, wissen wir, wie wir hier die Beleuchtung hier unten machen, weil hier ist noch sehr dunkel. Aber es wird, Leute. Wir finden da schon was. Wir finden da schon was. Leute, 100.000. Gut, man könnte überlegen, ob man hier ein bisschen. Es ist unglaublich, wir sind 100.000. Ja, hier soll ja die Küche reinkommen. Minecraft ganz ohne Pausenformat, zu wie Job bei Stani Performance zu einer YouTuber-Insel. Sie ist mein neues Zuhause, ich bin Candy mit dem Regenbogenhut. Mit jedem anderen cool, nur auf YouTube geht's mir gut. Ich bin dankbar für alles, ein Danke an jeden. Community forever, ihr seid Teil von meinem Leben. Jetzt wird weiter richtig Welle gemacht. Danke an Stani und Max, nur dank euch hab ich es so weit gebracht. Auf die Lauschi hat's geschafft, unser Haus ist pink. Jahr mach ich weiter jeden Tag, denn nur daran hab ich Spaß. Daily Upload. Aber ist okay, Leute, ist okay. Ich bin wirklich am überlegen, das dann auch hier mit hellem Holz eher zu machen, statt alles so dunkel. Müssen wir mal gucken. Vielleicht tauschen wir das nochmal. Einrichtung fehlt noch und Beleuchtung. Ich mache jetzt mal noch ein paar Laternen. Okay. Max, dein Casino ist kaputt. Oh, ich komme. Was denn jetzt los? Dann kam Krieg auf meine Insel und die Netherite Guards. Wir haben die Insel geteilt, um endlich Frieden zu schaffen. Doch weil das alles nicht klappte, muss ich sie wieder. Wer hat denn jetzt schon wieder mein Casino kaputt? Das ist der Grund, warum ich hier ein Ferienhaus brauche. Und einem Ort, an dem ich wohne. Da dieses Land in Sicht, es waren die Paulberger Berge. Ein wunderschöner Ort, aus dem könnte etwas werden. Baut mein Zoo, eine Mauer, ein Rathaus, eine Yacht, einen Präsident gewählt und endlich Frieden in der Stadt. Und genau so begann meine Geschichte mit einem Traum, einer Vision und dem Glauben an die Clique. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Und das alles ist unglaublich. 100k. Jetzt sind 100.000 Menschen, die mir auf meinem Weg gefolgt sind. Einem Jahr 100.000, das sind zwei. Alter Leute, wir haben 17.600 Likes hier auf dem Stream. Lasst jetzt alle nochmal ein Like und ein Abo da. Und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Kuss, Kuss, Kuss. Mit dem Regen.
Hallo, Flauschi? Ja? Was machst du hier? Ich schreibe das Grundbuch, musst du dafür die Koordinaten hier aufschreiben. Okay. Alter, richtig mit Koordinaten und so das Grundbuch. Oh, bin ich denn jetzt hier reingefallen? Wir müssen ja gleich nochmal zum Casino rüber. Komm mal her, Max, sofort. Oh, ja. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Was ist bei meinem Casino los? Wurde da schon wieder eingebrochen? Sachen geklaut oder was? Timmy ist im Alpha-Clan. Ja, schade. Hat sich verändert, der Junge. Hat sich auf jeden Fall verändert. Oh. So, mir was ist hier los? Ich jag Max, den ganzen Schuppen hoch hier, verdammt. Ja. So, Candy, was Max. Ist los? Candy, Bitcoin. Wenn du mein Casino Gewinn, in die Luft jagst, mein Gewinn wurde gestern nicht ausgezahlt, jetzt hau ich einen Dia rein, der wird reingeschluckt und was ist das hier? Außer Betrieb, Alter. Sofort mein Gewinn von gestern her und mein Dia von heute. Ach, Bro, das ist, weil jeder hier immer irgendwas kaputt macht, Digga. Ey, Candy, spring, nicht sprengen, nicht sprengen. Candy, hör auf. Vielleicht ist auch dieses Mehl leer da, was du da verpasst hast. Ah, ja, warte, warte. Ich hab gestern eine dicke Session gemacht. Ja, ich bin... Digga, das... Also ein Dia von gerade will ich wieder und mein Gewinn. Ich hab einmal gestern gewonnen, da kam nichts raus, nichts. Gibt es da denn Videoaufnahmen davon? Ja, gibt es. Okay. Ich glaube, er lügt. Im Stream war das sogar. Okay. Digga, warum ist auch hier so ein anderer Knopf und so? Digga, warum wird denn immer irgendwas kaputt gemacht, ey? Okay, warte, du kriegst erstmal den einen wieder. Ja. Und dann den Gewinn. 1, 2, 3, 4. So, geht der jetzt hier wieder, der Laden? Nee, warte, ich muss da kurz erst was reinfüllen. Machen wir hier so eine kleine Casino-Session oder was? Ja, komm, wer gewinnt, hat gewonnen. Warte, mach kurz nix. Ich muss da erst wieder auffüllen. Max, sag mal ehrlich, wie viel Diamanten hast du schon eingenommen damit? Bro, unnormal. Ich habe jetzt gerade eben wieder, abzüglich allem, habe ich einfach so 12 wieder rausgeholt, Gewinn. Ich kann das nicht mehr. Casino läuft, Leute. Merkt euch das, die Bank gewinnt immer. Deswegen spielt am besten gar nicht. So. Hey, alles so voll hier. Ich will auch mein Glück probieren. Boah, Lofty, sehr gut. Lofty, okay. Was habt ihr für Sachen gerade? Wir brauchen richtig, richtig viel Ding, um das mal wieder zu betreiben, weil ich da so lange nichts mehr gemacht habe. Und richtig, richtig viel Bambus dafür. Wir wollen spielen. Ja, sofort. Ich komme. Aber wir wollen spielen. Hallo. Ich muss kurz einmal checken, ob das jetzt alles funktioniert. Mach den Automaten an, verdammt. Candy, du hast echt ein Problem. Wir wollen spielen. Wie viel Knochen wir hier drin ist. Wie wär's, wenn du mal Öffnungszeiten machst? Ja, ich glaube Öffnungszeiten, das ist eine gute Idee. Leg mal einen rein, guck mal, ob es geht. So, der erste gewinnt nämlich immer. Oh. Hä, warum leuchten denn alle Lampen? Irgendjemand hat da Scheiße gebaut. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder ein Dia verloren. Warte kurz, du kriegst den wieder. Was haben wir denn hier? Ah, so. Okay, hier, ja. Boah, hat dir irgendjemand was gemacht? Ah, wenn hier der Pisten ist und der schiebt sich ja nach vorne, wie du weißt. Mit dem nee, Verstärker. Das ist normal. Das ist ja. Und dadurch, hier ist der Redstone und du hast ja genau 4 Mehl hier drinne. Und dann habe ich wirklich gar keine Ahnung, wie hier irgendwas funktioniert. Das ist mir Warte. Viel kompliziert. Candy, du hast einfach keinen Plan. War das? Hä? Irgendjemand hat hier was gemacht. Ich komme nämlich auch hier nicht mehr. Ja, das letzte Mal war Banks hier. Weißt du doch selber. Ey, ich sag euch, Banks muss die Amoksstrafe kriegen. Der macht hier alle verrückt. Selbst der Vive ist durchgedreht wegen ihm. Alle drehen durch wegen ihm. Das ist auf Level 5 hier. Ja, irgendwas ist da. Warte mal. Blacky, kannst du reden oder ist die Zunge weg? Was? Nee, ich bin da. Brauch, glaube ich, auch viel mehr. Was hältst du denn davon? Ich habe bis jetzt Banks mit Banks nur Unruhe gehabt. Vives beklaut der. Candy beklaut ihn. Warum er Vive?
Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Die waren doch auch bei Vive drinne. So, ich muss mal mein Inventar nehmen. Wir brauchen erstmal richtig viel Zuckerrohr, um das Ding erstmal wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist komplett leer gelaufen. Mann. Candy? Der ist nicht mehr da. Ah, perfekt. Ich bin da, aber brauchst du irgendwas? Ich bin gleich da, warte kurz. Warte, ich brauch richtig viel Bambus, Zuckerrohr. Richtig viel Zuckerrohr. Oh, ja, wir haben eine Farm vorne hier. Eine Farm. Ja. Wann ist dazu? Hä, was wird denn hier gemacht? Hier, ihr müsst durch die Zentrale hier kommen. Ach so. Durch die Bauzentrale, wir sind komplett umgebaut. Ah, das ist gut, dass hier mal umgebaut wurde. Einfach durchs Lager durchkommen. Yes. Aber das ist doch nur für Mitarbeiter. Ja, egal. Der Bürgermeister darf das. Genau. Hier durch und hier vorne runter. Oh, das finde ich gut, dass man da... umgebaut. Ja, oh, voll gut, ey. Und jetzt Alter, ich wusste gar nicht, dass du noch so Paulberger Hills förderst. Na klar, immer mit Flauschi. Candy ist ja der beste. Candy for President! Ja, King Candy Filmer! Hey, die Hälfte hier hab ich gebaut. Ja, und Blackjack! Blackjack für immer! Okay, warte, hier müsste man doch jetzt Ding kriegen. Ja. Zuckerrohr und hier ist Zuckerrohr. Auf der anderen Seite auch noch mehr. Macht euch mal richtig euer Inventar voll. Pack mal alles mit ein, mein Inventar ist voll. Ja, hab ich. Und dann kommt mal mit. Ja. Kriegen wir Background-Infos, wie das Casino funktioniert. Ich werde es austricksen dadurch. Alter, hä, warum ist denn hier schon wieder kaputt? Ja, ist Survive gewesen. Ich werde einen Kürbiskuchen mit ins Casino schmuggeln. Ich sage euch ehrlich, das ist hier. Paulberger Hills ist leider echt Katastrophe geworden. Dankeschön, Kaffee. Okay, dann kommt mal mit hier hinten in den... Das Ding ist auch eigentlich so, niemand sollte hier irgendwas hinten machen. Dann wird alles immer funktionieren. Aber jeder will hier irgendwie... Ja, aber man muss ja das Zucker nachfüllen. Ne? Zucker oder Zuckerrohr? Zuckerrohr. Okay, drop mir mal einfach alles, was du hast an Zuckerrohr. Ich hab's da reingepackt. Ah, da oben in die Kiste. So, dann muss ich hier nochmal gucken, weil der Komposter wurde auch umgestellt. Sehr ehrlich, hast du da was gemacht beim Kompostor? Ich? Ja. Nee. Du hast noch nie was gemacht. Das ist halt sehr kompliziert. Verstehst du selber, wie das funktioniert? Ja. Okay. Bro, wir sind so, du bist jetzt wieder auf 19, 4 Diamanten 22, gestellt. Warte, ich nehme hier mal meinen Dia raus, ne? Weil ein Dia gehört ja noch mir. Die Frage ist, warum das jetzt gerade noch die ganze Zeit leuchtet. Komm nochmal. Ja. Spiel nochmal, guck mal, was geht. Hab ich. Nee, das ist... einfach weg. Hä? Wer macht das denn kaputt hier? Ach, welcher Hund war das? Irgendwas triggert das Ganze hier an. Ist das hier... Warum ist das hier permanent... Irgendwo kriegt der ja Saft die ganze Zeit her, weißt du? Ja. Unter mir diese Redstone-Fackel hier vielleicht, die man neu aufstellen? Mach die mal einmal weg. Jetzt passiert da was. Die Lampen sind die noch an, Blackjack? Ja, sind noch an. Und jetzt? Immer noch. Dann hat's nichts damit zu tun. Übelst komisch. Wisst ihr das, Leute? Was, wo? Also sind hier ein paar Redstone-Profis da, die wissen, woran das liegt? Da muss ja jemand manipuliert haben hier. Ja, ach Digga, also sowas nervt mich einfach, Mann. Ich baue hier so ein Ding stundenlang und Leute machen hier einfach nur Müll. Meinst du, hat was mit diesen Pisten hier zu tun? Aber warum ist die ausgelöst? Sag mal, wenn das Licht aus ist, Blackjack. Jo. Warum sind da jetzt so viele Diamanten da in dem Spender drin? Das sind meine Diamanten. Licht ist noch an, ne? Warum sind da jetzt 22 Diamanten drin gerade? Wo drinne? In dem Ding waren jetzt gerade unten Diamanten. Unten im Gewinn. Und was auch keinen Sinn macht, guck mal, hier unten ist jetzt Zuckerrohr drin, aber hier geht eigentlich nur Ding rein. Das ist nicht Zuckerrohr, das macht keinen Sinn.
Irgendjemand hat das hier komplett kaputt gemacht. Der Inhalt ist, da ist Knochenmehl drin hier über mir, ne? Ja, ja, da muss Knochenmehl. Warte. Okay. Verdammt, ey. Und gestern war das noch alles normal. Ich verstehe das nicht, das ist mir viel zu hoch. Warte, das eine Ding ist jetzt aus. Ein Licht ist aus, ja. Ja, warte, ich zwei. Das auch, ja. Drei. Drei. Das bringt ja nichts, das ist ja nur das Licht. Also ich glaube nicht, dass es was ändert. Irgendwas triggert das. Irgendwas triggert das. Jetzt sind alle aus. Alle Lichter sind schon mal aus. Sehr gut. Ich glaube, der Kompostor. Teste mal. Da passiert doch gar nicht. Normalerweise, nee. Guck mal, pass auf. Ich drücke den Knopf und normalerweise höre ich dann immer so ein Kick, so ein Geräusch, dass Max, der Dia eingezogen wurde. Angeblich wurde ein Notenblock umgestellt, wurde bei mir gesagt. Das ist egal. Das ist egal. Der Notenblock ist nur für den Ton. Ah, okay. Ja, Jungs, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also irgendjemand bedankt euch in der Minecraft-Gruppe darüber, wer auch immer das war. Warte mal, hier ist vielleicht, komm mal zu mir, hier hoch. Ich war noch nicht einmal drin, ohne dass jemand dabei ist. Ja. Hier unter mir, was muss hier rein? Hier ist so ein Komposter. Bro, ich hab keine Ahnung, Digga. Ich hab das hier nach einem Tutorial gebaut. Wie kann man das denn da reinpacken? Ich check hier selbst, sehe hier gar nicht durch. Mal das Ding hier, was hat es hier damit auf sich? Ich glaube, hier müsste normalerweise irgendwas sein. Keine, Bro, ich sag dir ehrlich, ich muss mir wahrscheinlich einfach nochmal das Tutorial reinziehen. Ich kann es dir nicht sagen. Oh Mann, ey. Digga, ich bin aber auch wirklich dafür, wer hier nochmal was umbaut und so, Digga, der soll gebannt werden. Das geht mir echt richtig auf die Nerven. Das sind einfach so manche Sachen, das ist einfach saunervig, wenn das hier kaputt gemacht wird. Warte mal, Zuckerrohr. Das hat für mich auch nichts mit RP hast oder sowas. Ist da zufällig da? Nee. Irgendein. Ich nehme mal von Bro, lass einfach. Ich guck mir das selbst an. Ja, okay. Mach einfach wieder alles so, wie es war und ich muss selbst gucken, was da gemacht wurde. Digga, nervig. Schade. Lofti. So, ich mach Casino vorübergehend geschlossen. Heute ist ein schwarzer Tag. Aber ein Goldner für deinen Geldbeutel. Nein, ich hätte ja gewonnen. Ach so. Versteht sich. So. Stellen wir ein Schild auf, dass Casino jetzt gerade geschlossen ist. Mann, ey. Sowas nervt mich echt, Leute. Ich baue das hier und dann. Ich will doch nur keine. Hä, was, Marci? Was schreibst du? Casino. Vorüber. Gehend geschlossen. Defekt. So. Okay, Leute. Casino ist erstmal geschlossen hier. Ist leider so. Paulberger Hills ist leider sehr kriminell geworden. Wir gehen mal wieder zurück zu unserem Strandhaus. Kannst du bitte eben zeigen, was für dich alles zu Paulberger Hills gehört? Also ob beispielsweise der Zoo noch dazugehört. Ja, also warte mal, ich zeig nochmal. Ich zeig mal von oben. Ich zeig von oben, was für mich Paulberger Hills ist. Alter, der Chat hier, der in Banks baut. Also man sieht es ja eigentlich schon hier an den Dingern, an den Mauern hier außen. Flugplatz, hier das Rathaus, hier die Mauer. Dann hier das Haus von Wife. Also eigentlich bis hier würde ich gehen. Das Haus von Amir, das ist jetzt hier unwichtig. Also ja, halt hier so der Außenbereich, ne? Und hier, dann ist hier ja auch diese Mauer, wo es zugeht. Dann hier ist das Gewerbegebiet. Kann man ja selbst entscheiden, ob man sagt, das Gewerbegebiet zählt dazu oder nicht. Muss aber nicht unbedingt. Und dann hier Stannis Haus. Also mit Stannis Haus und dem Zoo geht hier quasi die Grenze. Wird hier die Grenze zugemacht. Das alles Paulberger Hills. Hä? Was ist das denn hier oben? Wer baut denn hier was? Wer hat einfach meinen goldenen Max-Schriftzug hier weggemacht? Ey! Wer baut über Amir?
Wer hat das einfach weggemacht, Leute? Was soll das? Mein goldener Max-Schriftzug. Irgendwie macht hier jeder mittlerweile, was er will. Niemand hält sich mehr an Regeln. Ich vermisse die alten Zeiten von Paul Berger Hills, Leute. Hier macht mittlerweile jeder, was er will. Groß, groß. Beim Zoo noch dazugehört, ja, also nur der Zoo halt einfach, ne? Oh, Leute, Paul Berger, die Paul Berger Dose. Mein eigenes Erfrischungsgetränk erscheint ja bald, ihr wisst Bescheid. Ja, der Zoo halt hier, dieses Gehege, ne? So ein bisschen, halt bis hier hinten. Das gehört alles dazu. Philipp Noah Pelivanovic. So, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. 5 Euro. Max, was hältst du davon, eine Mod mit Markenfahrzeugen zu holen? Wäre mies geil. Ja, safe. Das Problem ist nur immer, ob das so funktioniert mit den Mods, ne? Da geht ja nicht immer alles so. Aber wäre natürlich cool, wenn man hier mit so einem Lambo rumflexen könnte, auf jeden Fall. Das wäre ziemlich, ziemlich nice. So, wir fliegen mal zurück, Leute. Oh, langsam füllt sich's hier. Wow, also sieht schon gut aus. Sieht hier, guck mal, hier unser Haus zwischen den Palmen. Ui. Ui, Leute, das sieht schon verdammt gut aus. Das sieht schon richtig, richtig nice aus. So, was hören wir jetzt nochmal für ein Lied? Komm, wir hören nochmal den Minecraft-Song. Unsere Möglichkeiten grenzenlos. Wir haben schöne Zeiten, denken groß. Candy, Crybex. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir kommen zum Ende des Streams, Leute. Wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für den krassen Stream. Ich hoffe natürlich immer, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen entspannten, ja, Feiertag heute, Ostermontag. Genießt noch die Zeit, macht locker. Morgen geht's wieder weiter. Ja, morgen wieder Schule, ihr wisst Bescheid. Deswegen genießt den Tag noch. Vielen, vielen Dank für den krassen Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir bauen nächstes Mal hier weiter. Es gibt einiges zu tun. Ihr wisst Bescheid. Ich baue meine eigene Stadt. Und Leute, ich würde sagen, zum Ende nochmal ganz kurz, vergesst auf jeden Fall nicht, den Stream zu liken und zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Leute, wir sind bei 19.000 Likes. Schaffen wir noch die 20.000 Likes? Das wäre krass. Das wäre krass. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich werde jetzt am Ende des Streams noch 3 Leute grüßen. Also schreibt nochmal euren Namen jetzt in den Chat. 3 Paulberger werden jetzt nochmal gegrüßt. Und ja, Mann. Let's go, Freunde. Let's go. Ich gucke auch nochmal ganz kurz hier. Okay, Freunde. Wie gesagt, nur noch bis heute, bei jeder Bestellung in meinem Shop eine handsignierte Autogrammkarte mit dabei. Checkt das Ganze aus, Leute. iCrimex.shop, ihr wisst Bescheid. Und in den Paulberger Hills bin ich laufen am Chillen. Leo, Ehrenmann, Dankeschön. Okay, ich werde jetzt 3 Leute grüßen. Und zwar Björn, Gruß geht raus. Corinna, Gruß geht raus. Barca 2 Euro, Dankeschön. Und Jeremy, Gruß geht raus. Jeremy, ich guck mal gerade, ob jemand noch live ist, den wir raiden könnten. Gib jetzt nochmal alles. Möglichkeiten grenzenlos. Ah, Lofty ist live. Candy. Also wer noch ein bisschen was von der YouTube-Insel sehen will, Leute. Warte, ich schicke euch den Link rein. Wer noch ein bisschen was hier von der YouTube-Insel sehen will, Lofty ist noch live. Lasst mal liebe Grüße da. Link ist im Live-Chat. Checkt den Paul Berger aus. Und dann, Leute, würde ich sagen, wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.